Halli, hallo, Hallöchen. Ungewohnt mit lockiger Matte. Direkt mal ein bisschen was davon hinters Ohr. Nee, ein kleines bisschen was vor. So, irgendwie. Oh. Ich habe normalerweise nie lockige Haare, aber erstmal wunderschönen guten Abend. Hallo. Oh, Stefra, hallo. Hallo Stefra, hallo Alex, hallo Klasper. Hallo Sternchen, hallo Sam. Hallo Eileen. Lockiges Mathe. Das ist die ganz besondere Art von Kurvendiskussion. Du weißt schon so. Gibt's eigentlich einen Flirtspruch über Kurvendiskussionen? Ich fühle mich so wuschig. Ich hasse es, mit meinen Naturlocken irgendwo zu sein, weil ich finde, das sieht ungepflegt aus, weil die halt so. Die sind so frisselig, weil es halt Naturlocken sind. Das ist ganz normal. Aber es, ich mag das nicht so gerne. Deswegen sind die normalerweise glatt. Aber ich hoffe, ihr könnt damit heute Abend leben. Ich finde, es lässt mich etwas älter wirken, zusammen mit dem Blazer. Habe ich mir heute meine Detektivrolle natürlich wieder ausgefüllt. Und ihr seht an der Wand meine neue Wanddekoration, die noch nicht richtig hängt und von der ich auch noch nicht so überzeugt bin. Aber wenn ihr die Blende auf eine bestimmte Messung stellt, könnt ihr damit so einen Bokeh-Effekt erzeugen. Das ist voll schön. wie geht's euch? Ich habe jetzt schon viel, viel erzählt. Tut mir leid. Langer Trailer ist sehr lang und damit einen schönen guten Abend. Was auch immer. Alex, einen schönen guten Abend. In Kurvendiskussion war ich immer gut. Fangen wir bei dir an und enden im Unendlichen. Wow. Ach so, und ich habe Bubble Tea. Ich hoffe, ihr seid neidisch. Wir haben uns heute Abend hier zusammengefunden. Wir haben uns heute Abend hier zusammengefunden, um ein Murder Mystery Emo Ritualmord aufzuklären. Mit Riesenläusen. Wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede, dann wart ihr beim letzten Stream nicht dabei. Es geht um Fahrenheit. Es ist ein Spiel voller Wunder und Wirbel. Und wir haben uns zusammengefunden, heute diesen Fall zu lösen. Ich weiß nicht, ob wir es heute tatsächlich schaffen. Je nachdem, wie lange ihr heute schafft. Denn ich habe morgen... Aua. Ich habe morgen frei und Aua habe ich vermutlich auch. Ich habe für Captain Toast eingeschaltet. Captain Toast to the rescue! Nein, ich habe meine Nase ein bisschen zu doll geruscht. Ich sehe kränklich aus. Ein bisschen schnupfig. Ja. Ich habe morgen Arbeit. Oh. Also normalerweise hätte ich auch morgen Arbeit, aber ich habe irgendwie noch so 10 Urlaubstage gehabt, die ich irgendwie mal verteilen musste. Also habe ich gedacht, okay, mache ich über Halloween ein langes Wochenende. Denn über Halloween passieren Dinge, ganz viele wunderbare Dinge. Und wie ihr gemerkt habt, ich mache aktuell gerne Fotos und bearbeite die gerne und ja, ich habe noch 1000 Perücken hier ungefähr liegen, die alle mal irgendwie abgeshootet werden müssen in bestimmten Outfits. Ah, ja, aber dafür gibt's, was, noch 18 Urlaubstage? Klasper, nimm dir mal deine scheiß Urlaubstage, du brauchst Freizeit. Freizeit! Halloween, yes! Einmal gibt es Halloween, dann vielleicht passiert ja was auf dem Barker Crew Kanal. Who knows? Wink wonk. Ich fühle das, was Mel sagt. Und ich war jetzt gestern und vorgestern habe ich mal ordentlich, also habe ich mal wieder ein bisschen was an Kapital rausgehauen, denn es gibt da so ein paar Sachen, Projekte, die mir dann wieder ein bisschen unter den Fingernägel gebrannt haben. Zum Beispiel, Drop Dead Junko war mir jetzt ein sehr herziges Projekt und das ist jetzt unterwegs. Dann noch so ein paar Genshin Impact Geschichten, wo ich immer noch nicht vorbestellen kann, weil mein Kostüm noch nicht da ist. Dafür lege ich gerade ein bisschen Geld zurück, das habe ich nicht gekauft, aber ich habe halt vorgesorgt, dass ich für Perücken und Sachen Outfits habe. Also eine Shein-Bestellung kurzum, kurz und knapp. Ich habe eine Krone bestellt. Was natürlich auch gestern ein großes Event war, zumindest für mich, KDA, Release vom neuen Song. Ich weiß nicht, ob ihr den alle kennt und gehört habt, aber das war shit. Ich muss morgen um 5 aufstehen, ich bin noch bei einem Dutzend Urlaubstagen. Was ist denn bei euch los? Ohne Scheiß, was ist bei euch los? Meine Chefin tritt mir auf die Füße, wenn ich noch 10 Urlaubstage habe. Die ist richtig sauer. Ja, Eileen, dein Shooting war auch sehr lit, in der Tat. Okay, darf ich meiner Chefin ausrichten? Klar. Mel hat gesagt, ich muss Urlaub nehmen. Hier ist der Link mit Timestamp zum Stream. Bitte mach das.
Das ist wichtig. Es geht hier um Gesundheit. Deswegen kriegt man Urlaub. Urlaub ist Teil der Gesundheit. Nehmt euren Urlaub. Ich müsste halt eigentlich noch Bar reservieren oder so. Eventuell hat für dich jemand für dich Bar reserviert. Aber wer weiß. Ich weiß es nicht. Tatsächlich bin ich auf verschiedenen Seiten unterwegs und habe da immer so ein Auge drauf. Deswegen, ich habe alles im Vorhinein reserviert. Alles. Fische. Ein oder zweimal. Oh mein Gott. Ist der das? Ist das der einzige? Ich höre Alerts. Guck mal, wir haben Alerts. Gasp. Es funktioniert. Dankeschön. Wahrscheinlich Steven. Steven, vielen lieben Dank. Das ist immer eine große Freude. Fühlen Sie sich geherzt. Also, da hat es erwischt. Einmal Panda, Klasper, Oga, Sepson und Libalina. Also, drei Leute davon kenne ich. Immerhin, drei Leute. Sind Sie das, Fame-Mel? Oh, nee, hallo. Wer ist Fame-Mel? Ich bin nur normale Mel. Eine Fame-Mel kenne ich nicht. Ein Free-Mail kenne ich. Hätte ich hier einen Rahmen, würde ich sagen, ich kenne auch noch Frame-Mail. Nice. Ich habe vom letzten Jahr noch 15 Tage gehabt und die erste Moktur zu Ende gebraucht. Boah, pff. Danke dem der Spenderin. Ist bestimmt Steven. Auf der Bar, Brady. Brady. Kenne nur Fummel. Warte, ich kann mal gerade gucken. Ich hab ja mein E-Mail hier. Oh ja, stimmt. Ich habe mir 1000 E-Mails selber geschickt. Nein, ich möchte nicht die Spielinterne GeForce Experience Overlay-Scheiße benutzen. So, vorbestellt habe ich... Oh, ich habe Mona, Barbara, Fischl und Lisa. Also irgendwas wird schon dabei sein. Von einem Anbieter. Dann habe ich noch bei einem zweiten Anbieter was gesichert. Das war... KDA Ari, die jetzige Version, also das, was gestern rausgekommen ist, komme ich gleich zu. Und ich glaube auch nochmal Fischl, Barbara und Lisa. Just to be safe, just to be safe. Dass ich auf jeden Fall einer der Ersten bin. Wenn Mel Ringfit macht, ist sie dann Aktimel? Aktimel aktiviert Abwehrkräfte. Gefunden auf otto.de. Wenn du dich ganz oft klonst, ist es dann ein Getümmel? Ich habe erst Gestümmel gelesen und war so... Willst du dich lustig machen über meine Größe? Ich muss diesen Hocker hier wegräumen. Das ist eine ganz beschissene Idee gewesen, den da hinzustellen. Nochmal auf den Chat mit Sakurian zurückzukommen. Mel, weißt du, was eine VHS ist? Natürlich weiß ich, was eine VHS ist. Das ist eine Kassette, eine Videokassette. Sorry, ich habe das verpasst. Warum sollte ich nie... So jung bin ich nicht. Ich bin 25. Ich habe das noch mitgekriegt. Ich habe auch noch Audiokassetten mitgekriegt. Da habe ich noch Benjamin Blümchen gehört. Was ist denn? Der Hocker ist nicht zu hoch, du bist zu groß. Oder der Tisch zu niedrig. Aber ich bin der Meinung, das steht ergonomisch. Boah, meine Locken sind so voluminös. Die sind wie Puffer unter meinem Dings. Mel, was ist eine Betamax? Oh, das habe ich schon mal gehört. Ist das nicht auch so eine Art von Kassette? Tim, hallöchen, der Herr. Na, wie geht es Ihnen? Ist aber auch gemein. Bingo. Woo! Das habe ich aber nur... Also Betamax, den Begriff habe ich nur so am Rande irgendwann mal mitgekriegt. Aber ich war halt ganz klein. Als ich mit meinen Eltern mal in den Urlaub gefahren bin, hatte ich immer meinen Discman dabei oder mein Walkman. In dem Walkman habe ich dann halt... Also in Discman habe ich immer so... Eileen ist schon 37 Monate bei der Bakker Crew Sub. Woo! Dankeschön für deinen Support. In dem Urlaub hatte ich in dem Discman hatte ich immer Musik laufen. Also irgendwie so Kindermusik, ihr wisst schon. Und in dem Walkman hatte ich immer Benjamin Blümchen Kassetten drin. Und... Du hast nicht Sound nicht umgestellt, gib's zu. Doch. Habe ich es falsch gemacht? Es kann sein, dass ich es falsch gemacht habe, aber ich habe es gemacht. Ich habe es eben noch... Oh.
Sorry, ich hab's gemacht. Bin erschüttert, dass der Twitter-Crop wieder kaputt ist. Ansonsten gut. Und dir? Oh ja, es lebt sich, wie es lebt. Aber ich freue mich, dass ich jetzt ein längeres Wochenende habe und ein bisschen Entspannung und so. Wir checken später. Okay. Der Benjamin Blümchen schmeckt aber auch ganz toll als Torte. Das stimmt. So, dann hatte ich den Walkman immer dabei. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber diese Kopfhörer, die es damals dazu gab, sind nicht besonders soundabschirmend gewesen. Und ich habe halt immer auf lautester Lautstärke Benjamin Blümchen gehört. Und ich hatte zu diesem Urlaub nur eine Kassette dabei. Und Masü! Dankeschön für deinen Sub! Die Teilnahme des japanischen Spielers Naohiro Takahara an der Fußball-WM in Deutschland sorgte in Tansania für große Erheiterung. Sein Nachname bedeutet auf Kishwali will kacken. Danke, Mosi, für diese Weisheit. Benjamin Blümchen schmeckt wie, wenn man ein gezuckertes Stück Butter lutscht. Das stimmt doch gar nicht. Hast du schon mal eine Buttercremetorte gegessen? Das ist was ganz anderes. Richtig widerlich. Also die Buttercremetorte. Kannst echt gut flüstern. Darfst du gerne den ganzen Stream machen. Ich glaube, dann gibt es meine Stimme nicht mehr lange. Wir sollten Punkte einrechnen, damit ich flüstere. ASMR. Kein Ding. Ich habe ein Buch mit unnützen Fakten. So. Und diese Kopfhörer waren nicht besonders sounddurchlässig. Also habe ich immer wieder auf der lautesten Lautstärke immer und immer wieder diese Benjamin Blümchen-Kassette gehört. Diese eine und einzige. Und mein Vater war nach 3 Stunden Fahrt oder 4 irgendwann so pisst auf diese Kassette, dass er ausgestiegen ist und an der Tankstelle mir 5 neue Kassetten gekauft hat und die andere irgendwo in den Kofferraum verbannt hat. Das ist bei weitem einer der lustigsten Stories. Ich kann die nicht so gut erzählen wie mein Dad, weil ich ja nicht die Genervte war, weil ich war einfach nur ein Kind und ich kann immer noch alles 3-mal hören hintereinander. Oder Filme. Fun Fact. Wenn ich die Schöne und das Biest gucke oder Rapunzel oder so, gucke ich die meistens mehrmals hintereinander, weil ich das einfach kann. Mich stört das nicht. Ich bin danach einfach nicht müde. Hey, neue Kassetten. Ja, das stimmt. Geile Aktion von deinem Dad. Mein Dad ist einfach so ein Typ. Schöne Biest, oder? Was ist Grammatik? Das ist furchtbar niedlich. Naja, er war eigentlich war er nur saumäßig abgefuckt. Was soll ich sagen? ASMR. Ein Typ, der auf Ärsche steht und kurz vergisst, dass er Pirat ist. ASMR. Ich kann leider das R nicht rollen. Es tut mir sehr leid. Nee, geht nicht gut. I'm sorry. Ich bin leider, was das angeht, ein bisschen überfordert. Das ist meine Umschreibung für einen bestimmten Begriff, den man nicht sagen sollte. Ja, man kann in einer abgefuckten Situation auch abgefuckt reagieren und nicht so äußerst niedlich. Ja. Keine Ahnung, du kannst ein Kind aber auch nicht dafür, nicht anscheißen, weil es eine Kassette hören will. Also, das wäre schon immens traurig. Schatz, die Kettensäge ist kaputt. Hat schon mal jemand drüber nachgedacht, mein Rrrr irgendwie über Dings zu legen? Hier so ein Video von der Kettensäge. Mann, geht weg, ich will den Chat auspoppen. Aha, Stefan spielt also Remnant from the Ashes. Gut zu wissen. Jetzt wisst ihr es auch. So, ich kann den Chat ja auch so lesen. Warte mal. Zu Nicht-Mod wechseln. Chat. So, ich habe euch wieder. Ihr seid alle da, keine Sorge. Mit einem Gespräch anzusteigen und ein paar Minuten habe ich auch wieder ins Gespräch anzusteigen. Von Mel getestet. Oh, das war bestimmt Alex. Vor allem, wenn das Kind nur diese eine Kassette hat. Genau. Müsste da einen Donation-Bomb-Sound, den ich gerne demnächst ändere. Ich hab's nur vergessen. The fuck? Ich habe ja einen Stream-Chat von... Ich weiß nicht woher. Wer sind diese Leute?
The fuck? Also einen ausgeploppten Chat. Was ist zum... Wer sind diese Menschen? Nein, das ist nicht Plepstorm. Ich möchte das gerade rausfinden, wie die da gucken. Also die Mods heißen Enisra. Ah, oder HD in Memoriam. Okay. Schreib mal und frag nach. Besser nicht. So genau muss ich das gar nicht wissen, glaube ich. Das ist nicht meine Verantwortung. Ich bin hier für euch, nicht für einen anderen Stream. Zenfikis Sounds zu ändern und Bilder in die Vorschau zu nehmen. Dafür habe ich auch noch meine Emotes nicht gemacht. Er rollt das R. Toilette und Ruby und Toilette. Eine schmandige Toilette. Eine schimmlige, faulige, grüne Schmandtoilette. Eine Toilette, die so unglaublich schmandig ist, dass wenn ihr euren Hintern drauf setzen würdet, ihr würdet auch noch mit Grabband-Gedöns würdet ihr noch wegschlonzen. Danke, Alex. Ich schreibe es mir auf die Liste. Und Jan testet anscheinend Emojis. Ja, der Jan, der putzt hier nochmal kurz durch. Ihr macht nur kurz sauber. Ist doch ein Staubsauger, oder ist das ein Schuh? Oh, es ist ein Bagger. Der Emoji funktioniert nicht so gut. Ich hab mir vorgesprochen. Ihr habt überhaupt nichts gesehen. Hoffe ich. Ich wollte so eine Kugel zerdrücken und das war da so flupp. Mein Mikro irgendwas abgekriegt? Ich glaub nicht. Bei falscher Handhabung mega Sauerei. Wegschlonzen, das patentiere ich mir. Gern geschehen, Alex. Gern geschehen. War mir eine Freude. Ja. Und, genau, ich habe eine kleine AliExpress... Ah, KDA, genau, das wollte ich noch erzählen. Gestern. Hallo, Korps. Hi. Gestern kam ein neues Lied von KDA raus. Das heißt More. Und das Beste daran ist hauptsächlich tatsächlich das Musikvideo. Es ist purer Animation-Porn eigentlich. Und es ist goddamn sexy. Und ich möchte es nicht mehr in meinem Leben missen. Also for real. Ich möchte es nicht in meinem Leben müssen. Fledermaus und Männchen haben entweder ein großes Hirn oder große Hoden. Beides zusammen geht nicht. Das ist auch bei Menschen so. Die können nur eins von beiden haben. Meistens ist es nicht das Hirn. Zumindest wenn ich so manche Menschen im Straßenverkehr oder in der Bahn beobachte. Maskenträger. Ja, ich habe mit Absicht so schlecht geräuspert. Wir wissen alle. Nee, ich habe keins davon. Mel hat auch eine große Hirn. Mein Astralpenis ist der größte. Läuft quasi auf Dauerschleife. Bis spät nachts zum Schlafen gehen und dann noch etwas länger. Ja. Auf zum Ausbast. no joke, dieser Song ist so. Also, als ich ihn zuerst gehört habe, fand ich ihn scheiße. Dann habe ich ihn nochmal gehört und dann habe ich ihn nochmal und nochmal und nochmal noch mal gehört und dann habe ich irgendwann festgestellt, ich finde es scheiße geil. Und ja, so schnell ändert sich das und jetzt läuft es bei mir auch in Dauerschleife rauf und runter. Während der ganzen Arbeitszeit lief nur das und ich habe Grafiken gemacht den ganzen Tag. Es war so ein guter Flow. Einfach fantastisch. Also was das angeht, war meine Arbeit heute on point. Ich mag Seraphin. Ja, die hat eine sehr, sehr coole Rolle. Nur ich finde ihr Outfit doof, ehrlich gesagt. Das Video ist auch echt mal hart visuell stimulierend. Yes, indeed. Was für ein Hate. Hier wird nicht gehatet. Jeder, der hatet, fliegt raus. Ganz einfach. Es gibt unterschiedliche Meinungen, aber deswegen muss man nicht haten. Seraphine ist an sich ein cooler Charakter. Ich finde das Outfit einfach nur nicht schön. Das ist das Einzige, was mich stört. Okay, es gibt noch so ein paar Kleinigkeiten, aber das Video ist cool. Kann man sich angucken. Ja, das Lied eigentlich nur wegen, wie spricht man das aus, G-Idle? Ich habe es bestimmt falsch gemacht. In meinem Kopf heißt es immer G-Idle.
Adolf Hitler wurde 1932 in Braunschweig als Beamter eingestellt, damit er deutscher Staatsbürger werden konnte. Er stellte sofort mehrere Urlaubsanträge und trat die Stelle nie an. War richtig ausgesprochen. Mossi tippt jetzt hauptberuflich Fun Facts ab. By the way. Mel, tust du uns einen Gefallen und haust nicht so energisch auf den Tisch. Ich dachte gerade, jemand haut die Tür ein. Ups, sorry. Tienes cojones grandes. ¿Dónde está la biblioteca? La biblioteca está en la corner. Por favor. Cerveza. Tequila. Ja, ich habe nichts anderes zu tun. Fun Facts, you mean? Dos chicas jalapenos. Mi nueva casa. Yo vivo en Granada. Es una ciudad pequeña, tiene monumentos muy importantes, como de Alhambra. Aquí, la comida es deliciosa y son famosos el gazpacho, el ribojito y el sesamarejo. Mi nueva casa está en una calle ancha y tiene muchos árboles. El piso de arriba de mi casa tiene 3 dormitorios y un despacho para trabajar. Ja, das TR ist bei mir voll die Schwäche. Trabajar. El piso de abajo tiene una cocina muy grande. Un comedor con una mesa y 6 sillas. Un salón con 2 sofas verdes. Una televisión y cortinas. Und jetzt das Intro von Digimon. Meinst du Pokémon auf Französisch? Sie sehen Mel Dirty Talking in Spanisch. Kapla! Das ist klingonisch. Ist Kapla nicht das gewesen, was die bei Scrabble gesagt haben, beim klingonischen Scrabble? Ach warte, ich habe die tatsächlich noch ein paar Sprachnachrichten, die ich mir anhören sollte. Aber ich habe heute auch schon eine Menge davon gehört. Mossi, ich bin stolz auf dich. You gonna do this. Sach- und Sachgeschichten, das war Spanisch. Mehr nach der Maus. Das Schlimme ist, ich habe verstanden, was Mel eben gesagt hat. Arriba, andale, andale. Ja, ich kann das ja nicht rollen, lass mich in Ruhe. Es ist aber, ich hab gegoogelt, einfacher Text Spanisch. Vorgelesen habe ich jetzt, ich lebe in Granada. Es ist eine kleine Stadt, mit wichtigen Gebäuden. Irgendwo bei Alhambra. Die Wohnung ist toll. Und es ist berühmt für das Gazpacho, was auch immer Rebojito und Salmorejo ist. Mein neues Haus ist in einer Straße, was auch immer Ancha heißt, wahrscheinlich ruhig. Und Abo, das weiß ich auch nicht. Nee. Ich glaube, diese Person arbeitet auch in der Nähe. Es hat eine große Küche. Flure, ein Wohnzimmer mit 2 grünen Sofas, einem Fernseher und Vorhängen. Ich habe Spanisch studiert. Ja, okay, dann solltest du es verstehen. Auch wenn so ein Laie wie ich das vorspreche. Spanisch macht Spaß, je nach Größe, aber das erzähle ich euch nach 22 Uhr. Okay. Ich möchte das dazu hören. Ich persönlich habe mir ich will ja irgendwann nochmal Urlaub machen. Also ihr wisst schon, wenn diese ganze doofe Zeit vorbei ist, möchte man ja auch nochmal was machen. Und ich möchte gerne mal nach Spanien zum Beispiel. Und dafür würde ich sogar mal mein Spanisch wieder aufholen. Weil ich finde die Sprache eigentlich voll geil. Nur ich hatte das halt in der Schule und dann war es halt nicht mehr relevant. Wenn das Haus nicht in der Straße ist, wo wäre es dann? Im Wasser? Im Burger King? Abuelas? Das sind... Die Großeltern. Nee, nee, nicht Abuelas, sondern Arboles. Also A, Accent aigu, Arboles. Ich will auch wieder reisen. Leute sehen, Leute ärgern, Mossi boxen, das Übliche. Üblich sein, sehr üblich. Lin, das habe ich letzte Woche erst gegoogelt. Ach ja, ich erinnere mich.
Ach ja. Oh man, ich wollte mich daran lieber nicht erinnern. Ja, also KDA. Ja, Leute ärgern, Mossy Bob. Warte. Arbolas, das sind Bäume. Echt? Oh. Das Wort ist mir tatsächlich fremd. Das habe ich noch nie gehört. Sowas wie, Birdson, danke schön für dein Follow. Joruz, danke schön für dein Follow. Okay. Ich habe Fragen. Verdina, danke schön für dein Follow. Ich habe Fragen. Haben wir Bots? Wir haben Bots. Okay. Aramsamsam. Arboretum. Moment, reden wir jetzt vom gleichen? Ich bin verunsichert. Ich glaube, ja. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich mich an das Richtige erinnere. Woo. Hört ihr die Alerts eigentlich oder höre nur ich die? Weil ich höre sie auf jeden Fall. Soll ich es abschalten gehen? Nö, ist doch lustig. Ich flüstere die mal an, mach das. Wenn die alle mal zuschauen würden, hier tun sie nicht. Scheiße. Ja, dann nützt uns das gar nichts. Ich dachte, die gucken wenigstens zu. Ich höre sie auch. Okay. Hi, ich bin neu hier. Hallo, Fielden. Hallöchen. Herzlich willkommen. Wir haben gerade ein paar Bots hier am Start. Falls du einer dieser Alerts sein solltest, dann tut es mir leid, wenn ich gerade nicht hingeguckt habe. Eventuell haben wir irgendwie ein paar tausend davon jetzt. Dennoch bist du herzlich willkommen. Ich bin die Mel. Da du ja neu hier bist, ich bin die Mel und ich spiele heute Fahrenheit. Und das ist der Chat. Das ist der Chat. Und wir sind hier, wie du sehen kannst, bei der Waka-Crew. Ich bin ein Teil davon, ein kleines Teilchen, ein winzig kleines Teilchen. Ich bin die kleinste hier. Und wir spielen hier Dinge. Na, der Glückwunsch zu 1009 Followern. Hi, Mel. Hallo, Fansammler. Hallo, wie geht's? Du. Ey. Man kann auch machen, dass die Bots zuschauen. Ja, das bringt leider nichts und ist gegen die Regeln. Also, das will halt keiner. Die Kleinste, buchstäblich, wirklich. Und die Zweitjüngste, glaube ich. Ich will reisen. Wenn ich den Führerschein abbreche, könnte ich nach Japan, aber nicht jetzt. Aber ich will auch meinen Führerschein, fuck my life. Jetzt kannst du sowieso nicht nach Japan. Also mach deinen scheiß Führerschein. Und alles ist tutti. Ich streame seit 4-5 Jahren irgendwie immer mal wieder in Abständen. Wenn du aber fragen willst, seit wann ich hier streame, dann ist die Antwort seit einem Jahr oder über einem Jahr. Bin mir nicht mehr sicher. Könnte über ein Jahr sein. Okay, Aline, würdest du es vielleicht doch abschalten? Ich dachte nicht, dass das so lange geht. Das ist wirklich voll anstrengend. Ja, ich dachte, das geht noch. Es geht noch so eine Minute oder so. Dann wäre das. Dankeschön. Ich komme aus Hessen. Ich bin 25 und ich spiele meistens Story Games, weil ich einfach so ein Mensch bin, der Story-Driven Games total. der. Alter! Story Games, sowas wie Kingdom Hearts und Final Fantasy, wo es ein bisschen Hack and Slay noch nebenbei gibt. Ich habe ein Viech hier drin. Und, keine Ahnung, sowas Schnetzliges. Und, ein bisschen horrorig mag ich es auch. Bei Zeiten, aber limitiert horrorig, sodass ich es ein bisschen kontrollieren kann. Ja, es dauert 3 Minuten. Ja, hat Zeit. Ja, bin ich Ter. Oh, Ter. Hast du eine Nase? Guck mal, ich habe eine Nase. Wenn Mel schon ausgefragt wird, stelle ich halt einfach nur die wichtigste Frage. Nein, sie ist nicht Single. Sie ist an mich vergeben. Ich habe sie gekauft. Es steht auf diesem unbeschriebenen Blatt hier. Diese total echte Urkunde. Sehen Sie?
Sehen Sie diese total echte Urkunde? Da, ja, hier steht das. Ja, da steht das drauf. Ich werde es dir aber nicht zeigen. Ey, hallo. Was denn? Jerossi, das war. Entspann dich. Meine Güte. Kommst du aus dem Adel oder hast du sonst irgendwie einen Adelstitel? Ich bin zufällig Lady. Also ich kann empfehlen, also eine Empfehlung von mir, in Streamchats möglichst nicht direkt nach der zweiten Frage in Caps schreiben. Also es macht noch Töne. Lady und Darling, wenn ich bitten darf. Den Darlingstitel, den habe ich mir aber nicht gekauft. Naja, das kann man besonders gut lesen, wenn dieses Schriftstück auf 80 Kilometer pro Stunde beschleunigt. Batz. Tschuck. So. So. Ja, dann muss ich aber los. Ja, bye. Tschüss, ciao. Den habe ich dir gekauft, steht auch hier. Es ist ruhig. Viel Spaß beim Pfandsammeln. Den Lady-Titel hast du dir auch nicht gekauft, oder? Ja gut, das stimmt. Das stimmt. Den hat nämlich Mossi mir gekauft. Einer der besten Geschenke, die ich jemals bekommen habe. Und das ist kein Joke. Ich weiß nicht, wer damit angefangen hat. Ich glaube, Aileen. Aileen hat irgendwann mal angefangen, mich Lady zu nennen. Und Karl, die einzig wahre Antwort darauf ist Mauam! Kann man sagen, er wurde dir verliehen? Quasi. Also Aileen hat damit angefangen und irgendwann hat sich das Lady so etabliert. Naja, und jetzt habe ich bald eine Krone. Also, wir sehen. Bei mir stehen gefühlt gerade 20 Euro Pfand. Ich wünschte, man würde für Pappe irgendwas kriegen, denn ich habe gefühlt 50 Euro Pappe hier liegen. Mail nur noch mit Lady Mail ansprechen, verstanden. Tja, das wird ganz seltsam zwischen uns. Eigentlich habt ihr damit angefangen. Ihr wolltet, dass Himiko ein Diadem trägt. Mir gefällt meine Haarfarbe auch sehr. Ich bleib bei Darling, darfst du auch. Eigentlich habt ihr damit angefangen. Achso, das habe ich schon gelesen. Oh. Wenn sie ein Kind bekommt, ist es Lady Baby. Eines der besten Geschenke. Und das ist kein Joke. Wieso sollte das ein Joke sein? Was, das sagt man so. Ich bin in dem Alter, wo man solche Dinge so sagt. Ist es nicht sowieso schon seltsam zwischen uns? Ja, da hast du recht. Mel ist ein Schrimp. Trotzdem nenne ich sie nicht so. Ey! Ich wurde gestern wegen Ari noch Simp genannt, okay? Da ist Schrimp leider sehr nah dran. Ich bin da etwas empfindsam. Unsere Konversationen bestehen daraus, dass ich damals mit Gift zugespammt habe. Ich nenne das seltsam. Aber es war was ganz Besonderes, Thea. Und es war wunderbar. Ah, Mossi, dieses Emote. Ah, das passt so gut zu dir. Habe ich irgendwas verpasst? Für mich ist alles unter 1,80 eh ein Hobbit. Du bist auch so ein Hobbit, ne? Alles unter 1,80, bitte. So viel sind 10, 20 Zentimeter gar nicht. Ich bin pro Krone und pro Schleifen. Krone und Schleifen! Das kommt sowieso dann spätestens zum Dream Drop Distance, ja. Drop Dead Junko Cosplay. Leute, ich kann es noch. Ich kann noch Dings anziehen. Ich kann noch Trolle anziehen. Selbst mit lockigen, doofen Haaren kann ich es noch. Und ich habe schon gedacht, ich wäre nicht mehr hübsch genug. Mensch. Stuhlhobbit, Melone Hobbit, Pfannkuchen, alles Hobbit. 20-30 cm sind kein so großer Unterschied. That's what she said.
20 bis 30 Zentimeter sind kein großer Unterschied. Name of your Sextape. Er hat eine Chance bekommen, ja. Ich bin ja, was Trolle angeht, ja sowieso erstmal ein bisschen gnädig, ne? Weil, keine Ahnung, mir können die sowieso meistens nichts. Deswegen bin ich halt so, ja. So viel sind 20 Zentimeter gar nicht. Das versuche ich auch jedem Date klar zu machen, aber trotzdem glauben sie mir nicht. Ich wusste ja direkt, dass es kommt. Ich auch. Title of your Sextape, verdammt nochmal. Alles Watchtime. Alles ist Watchtime. Ich mache uns positive Statistiken. Wobei es auch keine negativen gibt, aber... Psch, psch, psch. Ich habe gemerkt, dass ich in Menschenansammlungen ein guter Keil bin, um meine Schneide zu ziehen. Schon bei den ganzen Fragen. Ja, das ist aber ganz normal bei den... Das ist ganz normal bei den Trolls. Das ist halt immer so ein, ja, ganz normal, hi, und wie geht's dir so? Und dann denken sie, sind witzig und... Wie über Zeit droppt auf minus eins. Dann denken sie, sind scheiße witzig, weil sie so einen Spruch droppen wie rostiges Dach und so. Oder rotes Dach, ihr wisst schon. Und dann ist das so, ich bin... Die sitzen da wirklich so... und dann, ja... Nicht mal als Troll war das lustig. Und das war nicht mal diese Lebenszeit, die diese Leute da rein investiert haben wert. Es gibt da übrigens ein tolles Video, was diese Trolle halt... Was diese Art der Trolls nochmal gut darstellt. Positive Statistik. Fangen wir mal wieder mit der Religion an. Ich als Troll-Veteran kenne meine Sippe. Der Po ist ein Fluss in Italien. Je nachdem, wo man fischt, kommt da wohl auch Scheiße raus. Oh, wow. That sucks hard. Ich mag dein Trolleck lachen. Du hast doch bestimmt dieses schöne Doppelkinn gesehen, oder? Das war auch ganz wichtig und sehr bezeichnend. Das ist Troll 9000. Das ist mein Trollmoll. Trollmel, Pamoll, Trollmoll. Ich bin AFK, tut mir leid. Fragen Sie mich nochmal in einer Stunde. Die S-förmige Öffnung einer Geige heißt F-Loch. Ach, darauf habe ich nicht geachtet. Soll ich lieber wieder ein bisschen flüstern? Ach Gottchen. Ich habe jetzt wieder schon eine Weile nicht gestreamt, weil mir immer irgendwas dazwischen kam die letzte Zeit. Und ich merke gerade, wie sehr ich das vermisst habe. Also, ich sag's mal so, ich möchte bei schlechter Laune echt ungern streamen. Einfach weil für mich ein Stream ein Platz von Freude sein sollte. Und ich möchte auch selber happy sein. Das ist mir wichtig. Und dementsprechend, also heute war schon definitiv viel besserer Tag, weswegen ich auch heute hier sitze. Nur, ich merke halt auch, dass ich es vermisse. Wenn Mel jetzt anfängt zu quaken und das Doppelkinn aufbläst, dann sollten wir uns Sorgen machen. Nö, du machst das schon alles gut. Jack! Das ist für mich halt genau umgekehrt, einfach weil der Chat mich unheimlich glücklich macht. Es ist nicht so, dass sie mich nicht glücklich macht. So, ich habe nur das Gefühl, also ich bin mit mir selbst einfach so unzufrieden, wenn das nicht gut läuft, dass ich da halt keinen Spaß dran habe. Und es ist halt wichtig, irgendwie Spaß im Stream zu haben, oder? Also ich finde das wichtig. Ich möchte auch mit meiner Leistung zufrieden sein. Und kurz. Dann wäre sie aber ein guter Fang für Kermit. Wep. Rabbit. Aline, siehst du das auch oder bin nur ich das? Ich, also Screenshot, ne? Memo an mich mit Reis einreiben, damit man ein riesiges Sushi isst. Wer liebt ihr Sushi? Gebe Lachs! Die Comicfigur Is No Good hat einen wenig bekannten Sohn namens Is Very Bad. Ist das griechisch? What in the butt? I say what? Ah, warte, es ist noch nicht 22 Uhr. Ich muss noch 2 Minuten aushalten.
Soll ich nochmal einen spanischen Text vorlesen? Butters! Ja! Ich habe ewig keinen South Park geguckt. Heißt eine Geschlechtsumwandlung von Frau zu Mann nicht Ad Addictum? Ad Addictomie, so. Boah, existiert nicht. Wir löschen das aus unserem Hirn. Wir konzentrieren uns auf das, was im Chat passiert. Und denn das liegt nicht in unserer Verantwortung. Ist nur gut, der Großvizier gewinnt niemals. Was denkt denn ihr? Und wird es zu verrückt? Kalif, geht vielleicht etwas schief. Oh boy. Oh boy. Ah, das ist ja schrecklich. Das Leben, Leute, ich sag's euch, das Leben ist hart. Es schmerzt. Es ist 22 Uhr. I say what in the butt. 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 So. Mel, du kannst es noch. Ich habe immer an dich geglaubt. Oh. Also das schöne Frau. Es war noch nicht 22 Uhr und ich konnte den Song nicht singen. Muss leider wieder weiter. Auch noch einen schönen Abend und viel Spaß. Klasper, ich wünsche dir auch einen wunderschönen Abend. Schlaf gut, träum was Schönes. Danke fürs Reinschauen und ich hoffe, man sieht sich das nächste Mal auch wieder, wenn es heißt, wir verkloppen riesige Larvenviecher und haben gruselige Albträume, wo wir Menschen ermorden. Das ist ein guter Song, oder? Ich finde, der kann in den Charts. Mel sagt Buttplug. Niemals! Ich habe heute tatsächlich mal wieder ein paar South Park-Folgen gesehen. Musste sehr lachen, als der Vater von Cal drei Stimmen aus Family Guy imitiert hat. Oh boy. ich habe wirklich ewig nicht mehr geguckt. Also das letzte Mal habe ich South Park gesehen. Lief's, glaube ich, in der Glotze. Und wann habe ich das letzte Mal in der Glotze irgendwas gesehen? Also ihr wisst schon, im klassischen Oldschool-Fernsehen. Also, das ist schon ewig her. Das waren meine ersten eigenen Wohnungen. Sick shit, sag ich euch. Sick shit. So, aber ich glaube, ihr seid bestimmt genauso. Die Folgen gibt es ja auch auf Netflix. Oh, nice. Okay. Dann gucke ich demnächst mal South Park, um mich allein richtig hässlich aufs Sofa zu gammeln und richtig ugly zu lachen. Wie so ein Troll. Ich glaube, alle Alerts sind gedodged. Machst du die dann wieder an? Das wäre schön. South Park hat eine eigene Seite, wo man das umsonst schauen kann. Ja, aber das ist es. Aber das ist eine eigene Seite. Das kann man nicht auf der Glotze machen. Wenn ich abends am Surface hänge, dann bin ich meistens nebenbei beschäftigt. Also ich gucke meistens nicht alleine Sachen und dann ist es halt kein Watch-Together-Kandidat. Nein, nicht den Arbeitsbrowser öffnen. Ich wollte umschalten, ne? Ich schau mal, ob es wieder safe ist. Cool. Schau gerade die 20. Staffel. Musste die ja vor ein paar Jahren mal binge-watchen für einen Vortrag in der Region, in der Berufsschule. Das ist so eine gute Story. Wir haben übrigens zuletzt bei Fahrenheit die Dings freigeschaltet, Eisfischen. Oh Gott, ich erinnere mich gerade erst an die Minigames. Ich werde es hassen. Yay, auf ins Abenteuer! Und in meinem Kopf läuft die ganze Zeit KDA. Sehr angenehm. Das wird ganz toll. Es wird großartig. Have you seen it all? Read the guide. Wenn dir das Spiel einfach schon... Fahrenheit schlägt mir Observer, Layers of Fear und noch was anderes vor. Was ist das? Ich hab Angst. Ich klicke da jetzt nicht drauf. Erinnert euch bestimmt noch an das großartige Ja. Hey Mel, wenn du Fahrenheit spielst, brauchst du nicht deinen Führerschein-Einheit, um das zu spielen? Nein. Oh Gott, es stirbt schon wieder alles wegen diesem Game. Bestes Spiel. Führerschein-Welt.
Es ist alles seltsam. So. Das Spiel hat irgendwie eine komische Auflösung. Ah! Was habe ich gemacht? Es ist viel zu groß! Was ist da los? Was ist denn jetzt? Hallo! Ah! Habe ich es repariert? Bitte sag mir, es ist repariert. Oh Gott sei Dank. Ha, so. Ja, es ist ein interner Fehler aufgetreten, ich weiß. Ich weiß, es ist ganz schrecklich. Oh mein Gott, dieses Spiel zerfickt mir einfach jedes Mal alles. Es ist viel zu groß. Halt auf ihr Sextape. Lautes Streichinstrument ist laut. Aua, I'm sorry. Das Spiel ist leider heavy imbalanced. So. So, Moment. Kleines Sekündchen, ich habe gerade irgendwas vergessen. So. Ja, oh Gott. Oh, wenn ihr wüsstet, was auf meinem Bildschirm passiert. Oh. Im Hintergrund ist auch vielleicht noch nichts gewesen. So, es hat, glaube ich, die Toneinstellung nicht... Ja. Es hat die Toneinstellung nicht gespeichert. I'm sorry. Dieses Spiel ist echt ein purer Spaß. So. Wieso kann ich nicht fortsetzen drücken? Wieso kann ich nicht fortsetzen drücken? Wieso kann ich nicht fortsetzen drücken? Nein! Sekunde. Ah! Ah, wieso kann ich nicht fortsetzen drücken? Ah! Bitte nicht! Speicher statt die Sau. Nein! No! No! No, no, no! Spiel, please! Ich will nicht wieder von vorne anfangen. Achtung, es wird gleich wieder laut. Sorry. Ich lasse das mal so auf mich wirken. Also, ich habe ein Spiel gespielt. Ich habe ein Spiel gespielt, was fürchterlich anstrengend war, dessen Passagen super beschissen waren teilweise, weil es steuerungstechnisch einfach Murks war und hier und da sehr, sehr schwammig. Und alle hassen offensichtlich Polizisten aus irgendwelchen. Und jetzt, wo ich über die Hälfte des Spiels durch hatte und mich durch jedes scheiß Minigame gequält habe und viele Dinge mich in den Tod gerissen haben, ja, bin ich jetzt an diesem Punkt gelandet, wo das Spiel einfach meine Safe Dates kaputt gemacht hat. Ich kann dieses Spiel nicht weiterspielen.
Mel, du verbringst definitiv zu viel Zeit mit Sam. Eure Safe-Files reagieren schon gleich. Bullshit! Lief das Spiel vor mit Steam? Ja. Es läuft auch jetzt noch mit Steam. Oh Gott, ist das frustrierend. Oh mein Gott, ist das frustrierend. Ich glaub gar nicht, wie frustrierend das ist. Oh mein Gott. Ich habe diese ganzen Scheißdinger hier gehasst. Ja, ich glaube, die Alerts sind wieder an. Du bist beschädigt. Wir haben nix, rein gar nix. Mann, ich will rausfinden, wie es ausgeht. Ich hab mich da jetzt so gut durch... Oh mein Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich check's nicht mehr. Ja. Sam. Was ist passiert? Ich kann's nicht lesen. In den Optionen gibt's eine Autosave-Option. Die musst du anmachen. Ich kann automatisch Speichern nicht anmachen. Willst du mir jetzt ernsthaft sagen, das Spiel speichert nicht, auch wenn du irgendwo auf Speichern drückst? Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe irgendwo auf Speichern gedrückt. Und ich kann das automatische Speichern auch überhaupt nicht auswählen. Ach, warte, weil ich noch nicht gestartet habe. Hey, guckt mal, das ist der David Cage. Hi, ich bin David Cage, der Autor und Regisseur von Fahrenheit. Autor und Regisseur. Ich will ein paar Dinge wissen, bevor Sie beginnen. Das ist mein Freund Bob. Das ist sein Freund Bob. Fangen wir erstmal ganz einfach. Tja, was hast du gemacht? Ich hab's nicht gesehen. Ich kann's halt von hier aus nicht lesen. Nein, David, ich werde Bullshit tun. Momo, der ganze Speicherstand ist weg. Oh, ja. I'm sorry. Ich gehe aus dem Studiomodus raus, dann werde ich wieder nicht verwirrt. Ist schon okay, ich gehe auf eine Ecke weiter. Tja, sag mir, was du getan hast sofort. Sorry, ich bin absolut, absolut frustriert. Ich will jetzt wissen, wie es ausgeht, aber ich will die Scheiße nicht nochmal spielen. Don't get me wrong, das Spiel ist nicht übel. Es ist nicht gut gealtert in der Steuerung und in der Grafik, aber es war sehr spannend und ich wollte wissen, wie es ausgeht. Aber ich will es nicht nochmal spielen. Es war wirklich anstrengend. Ich habe das 5 Stunden gespielt. Ich hab 5 Stunden da reingesetzt. 5. Ich bin so deprimiert, oh mein Gott. Stunden. Das ist 1 Monat in Orga-Arbeitszeit. Ah ja, ich kann doch nicht mal umstellen. Cool. Ich
ich rieche Kirschkernküsse. Controller, würdest du? Ne, Controller möchte offensichtlich auch nicht. Tier 2 Euro with fees. Bin ich jetzt ein Simp? Total. Ich bin so salzig gerade, ne? Ich glaub gar nicht, wie maximal salzig ich bin. Also doch, ihr hört mich, aber... Heißt das jetzt, dass wir das Spiel von vorne spielen? Heißt es das jetzt? Konnte man das wiederherstellen? Hallo Peter Zwegert, moin moin. Quantic Dreams präsentiert ein Spiel, was wir gänzlich noch nie gesehen haben. Wir glauben die Welt um uns. Und der Schein trügt offensichtlich. Aber wir sehen nur ihr Äußeres, wie sie zu sein scheint. Okay, betrachten wir mal die positiven Dinge. Wir haben die Chance, dieses großartige Game nochmal vorne zu sehen. Und so tolle Sachen wie ihr nochmal zu erleben. Wo die Welt einem vor den Kopf stößt. Und dann muss man die Dinge sehen, wie sie wirklich sind. Ich heiße Lucas Kane. Meine Geschichte ist die eines gewöhnlichen Mannes. Nein, ich möchte kein Salzshirt. Danke. Vielleicht war es so vorbestimmt. Vielleicht war es mein Schicksal oder mein Karma oder sonst was. Aber eins weiß ich genau. Nichts wird mir so sein. Warte, was? Ich hätte eine Chance gehabt, das wiederzukriegen und ich habe es gerade getötet? Ich habe noch nichts gespeichert. Ich habe gar nichts gespeichert. Wenn ich das jetzt beende, kriege ich es vielleicht doch wieder. Wenn es eine Möglichkeit gibt. Ich habe noch nichts gespeichert. Autosave ist auch ausgeschaltet, genau. Ich hatte die Luft an, weil ich gerade so gespannt bin. Tut mir leid. Gib mir noch 2 Minuten. Ich glaube, ich habe da was. Okay. Meanwhile beende ich mal das Game, damit ich hier nicht noch irgendwie was kaputt machen kann. Ihr habt nichts gesehen. Außer das Spiel, das mein ganzes Gedöns kaputt macht. So. Team, warum erkennst du meinen Controller nicht mehr? Ah, vielleicht, weil man den Stöpsel vom USB auch richtig rein rumdrehen muss. Das macht Sinn. Steam ist in letzter Zeit ein wenig fucky. Naja, es hat ja jetzt weniger mit Steam zu tun, als mit der Tatsache, dass das Game offensichtlich Speichermechaniken versteckt. Mechaniken. Salzen, salzen, salzen. Wir trinken erstmal in Ruhe unseren Bubble Tea. Irgendjemand findet schon eine Lösung. Ich habe keinen Atari-Ordner. Der Müllsack turnt mich völlig an, muss ich ja sagen. Das sind Klamotten, Fun Fact. Das sind alte Klamotten, die ich aussortiert habe. Ich lass mal die Suche drüber laufen. Vielleicht findet... Es wurden keine Suchergebnisse gefunden.
Ja. Ich habe das in den Explorer gehauen und ich habe es einmal unten links per User-Profile suchen gehauen. Im kommenden Winter schütteln wir Melle bei der Stadt aus und lösen jedes Frost- und Brezel-Problem. Lasst mich einfach liegen, Fleisch mit Salz ist besser. Denn ich bin nicht salzig, ich bin aus Gründen sauer. Wieder aus Gründen erzürnt. Ich hab doch irgendwo einen Steam-Ordner. Steam redet mit mir. Das ist Stream. Wo ist Steam? Das hat doch noch einen Überordner, oder? Vegas. Da ist Steam. So. Steam Apps kommen. Unter was ist Fahrenheit, wenn ich unter Fahrenheit gespeichert? Dann hast du eventuell doch ein Problem. Jupp. Fuck my life. Wir spielen dieses Spiel also noch einmal. Indige Prophecy. Ja, das suche ich gerade. Ey, was ein Scheiß. Was ein großer, riesiger Haufen Bullshit ist das. Oh, doch eine Spieldatei, aber die sind jetzt kaputt, bye. Indigo Prophecy. So, hier haben wir ganz viele PNG-Dateien. Boah, sind das... Sag mir bitte, das sind die Texturen. DDS. Ich habe hier so ein Stück Streifentextur. Ich weiß nicht, was DDS-Dateien sind, aber das sieht wundervoll aus. was ist das? Oh, warte, kann ich hier diese ganzen gelockten Special-Dinger sehen, die ich sonst erst freischalten würde? Aua, wenn ich das Spiel schaffe. Kelvin. Will dieses Spiel mich verarschen? Das Spiel Fahrenheit ist unter dem Ordner Kelvin. Was ist das für ein fucking Bullshit? Saves, 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 saves. Ich habe einen Ordner gefunden. Also, mein Speicherstand. Ich sehe ihn gerade vor mir. Er ist nämlich cut. Und er beträgt 0 Kilobyte. Das ist schlicht. Ja, das ist ganz viel. Das Spiel geht doch ganz schön lange. Erinnert sich noch jemand daran, bei welchem Kapitel wir waren? Wie ist die Endung der Datei? Warte. Die Dateiendung ist IDX. Happy Birthday? Nee. Back to Agatha? Nee. Friendly Combat? Agatha. Ich glaube, wir waren erst bei Chapter 15 und es gibt irgendwie 44. Ja, da war ich auch gerade. Dankeschön. Ja, es gibt... Ja, das gibt es. So. Nee. Read me.
Ja, also, ne? Keine Ahnung, was für Routen das jetzt sind, aber wir kriegen das hin. Okay, wir probieren jetzt mal was. Was ganz Verrücktes. Entweder es hilft oder nicht. Es würde auf jeden Fall sehr doll helfen, weil ganz ehrlich, dieses Spiel nochmal von vorn zu spielen, wäre echt ein Krampf. So, ich lege mich mal ins Bett und nutze Mail zum Einschlafen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und viel Erfolg dabei. Danke fürs dabei sein und danke für die Donation. Muchas gracias. Spiel erwischt mich an einer ganz sensiblen Stelle. Aber ganz sensibel. Auch Spiel bitte. Ah ja. Es ist was ganz Besonderes. Und es ist abgestürzt. Alte Spiele sind so kacke. Ich lese gleich den Chat, Sekunde. Du bist 16 zu 9 Fahrenheit. Sei 16 zu 9. Es ist tot. Mit Einschlafen meine ich, ich starre meinen Fernseher bis 7, 8 Uhr morgens an, bis ich nicht mehr kann. Boah, das kann man auch tun. Es fühlt sich schmerzhaft an, falls jemand fragt. Es tut weh. Macht mich nicht glücklich. Oh, das ist wieder tot. Okay. Lösch mal die da raus. Probier's nochmal. Ich habe gerade Flashback zu Baphomets Fluch 4. Ach ja, Baphomet. Ich habe das auch gespielt, eine ganze Weile lang. Aber für mich als Kind war das meistens zu gruselig. Thema ausgegrautes Autosave. Muss man dafür nicht erstmal spielen, damit man Autosave machen kann? Also so habe ich mir das jetzt gedacht. Oh, das ist wieder abgestürzt. Okay. So, wenn ich jetzt alles runtergelöscht habe, startet es dann wieder noch. Oh, aha. Ah, okay. Wenn das Spiel gestartet wird, erstellt er diese Dateien, die wir da gerade reinkopiert haben. Ich verstehe. Der verlinkte Beitrag sagt was anderes. Oh. Ich war, keine Ahnung, 12 oder so. Für mich war alles gruselig. Leute, das Spiel ist kaputt. Scheiße. So, okay, Moment. Ihre lokalen Fahrenheit-Dateien stehen mit denen aus der Steam Cloud in Konflikt. Moment. Steam. Fuck it. Warte, mach das mal kurz aus der Cloud. Lad die mal kurz einfach aus der Cloud runter. Ich guck mir das mal an. Vielleicht geht's ja dann wieder. So. Quantic Dream, Aspire, bla bla bla. Oh! Es ist ein Spiel. Oh Gott. Ich hab Auswahl. Okay. Was ist das hier?
Ich mache die Musik gleich wieder leiser. Gib mir einen Moment. Oh, das ist tot. Angenommen, dieses Spiel ist unbringbar kaputt. Darf ich was anderes spielen oder probiere ich es einfach irgendwann anders nochmal? Ja, spielen. Au. Ich weiß nicht, ich will irgendwas anderes spielen. Keine Ahnung, Among Us oder so. Irgendwas, was Spaß macht und irgendwas, was mich nicht traurig macht. Ich möchte nicht spielen, was mich traurig macht. Oh, for fuck's sake, du Scheiß-Game. Ich mach gar nicht alles kaputt. Olga is Among Us, Dinge, die wir für die wir ein Layout haben. Ja, siehst du? Nichts kopieren, nur spielen. Lade dich von mir aus hoch, mach damit, was du willst, gib mir bald Spiel. Ich hab nichts kaputt gemacht. Das war das Game ganz alleine. Hätte wenn ich nach 22 Uhr könnte man noch einen Kürbis holen, um ihn abzustechen. Und einen Baseballschläger. Game. Oh ja. Oh nein, ich glaube es. Oh nein. Es ist italienisch. Nein. Oh, das ist wieder abgestürzt. Ich kann's nicht umstellen, wenn ich nicht ins Menü komme. Oh Gott, das ist frustrierend. Oh, warte, vielleicht kann ich es ja hier noch umstellen. Nein, okay. Geht doch nicht. Uiuiui, das fühlt sich echt beschissen an. Optionen, warte. Spieleinstellung. Vollbild im Fenster, cool. Wenn du das Game jetzt startest, sind die Voices auf Italienisch? Ja. Das Spiel hat nämlich ganz viele tolle Sprachausgaben. Ja. Nein, es stürzt ab. Okay. Probier nochmal einen anderen Spielstand. Oh Gott. Oh. Ayayi, Inigo Prophecia, Mamma Mia. Ja, und ihr so. Donnerstagabend, 10:30. Kurz vor Wochenende. Nur noch ein Arbeitstag. Fühlt sich bestimmt gut an. So, nehmen wir mal die drei. Dir jetzt eine Woche Zeit nimmst, das nachzuspielen. Ich möchte das nicht nachspielen. Ich möchte meinen Spielstand haben. Ich möchte, das ist dieselbe Datei. Hmm.
So. Okay, gucken wir doch mal da rein. Okay. So, bei Safe States. Hallo, Safe States. Hallo, Safe Stakes. Ja, von mir aus, mach doch. Will. So, basically Detective Super Mario. Ich will das jetzt spielen. Ohne Scheiß, ich hab mich da voll drauf gefreut. Das ist so trashig. Und so gut. Und gleichzeitig so schlecht. Ich will das spielen. Er ist tot, Jim. Nochmal. Ich kann mich für das Spiel loginnen ohne die registrieren. Jemand eine Idee für wichtige Geschenke, Socken, eine Pfanne. Alles von einer Amazon-Wishlist. Hologramm-Nagellack. Oh! Ja. Ich frage mich, wie viele Versuche ich brauche, um das Spiel zu starten. Nico Unterwäsche. Ficken Sie sich ins Knie. Tut mir leid, ich weiß, ich bin salzig. So. Ach ja, ist ja bald wieder Wunschlistenzeit. Ja. Die Amazon Wishlist bin ich ja am machen. Habe ich einen Nagellack da? Bräuchte mal schwarzen Nagellack. So, wenn. Vielleicht nach dem dritten Mal. Vielleicht geht's nach dem dritten Mal. Bitte gib mir Fahrenheit. Ich habe vielleicht welchen dabei. Warum? Meine Nägel sind eh zu kurz für schwarzen Nagellack. Ich muss die wieder erst ein bisschen wachsen lassen. Fallen die leider immer wieder zu kurz. Aber die wachsen sowieso super schnell nach. Also. Ja, diesmal hat's nicht geklappt. Vielleicht klappt's ja jetzt. Melandria spielt Fahrenheit. Ich würde gerne spielen. Sehe ich aus, als würde ich spielen? Dann hätte ich Spaß. Ach ja, Halloween. Ich hasse dieses Spiel. Dieses Spiel ist ein wenig scheiße. Und ich will nicht mehr die Scheiße spielen. Kann ich bitte? Bitte, bitte wieder. Was passiert, wenn ich den Ordner lösche? Ich hab's jetzt eh kaputt gemacht. Lösche jetzt den Ordner. Du shit. Aspire! Aha! Ja. Und es ist wieder abgestürzt. Es war ein guter Ansatz. Vielleicht jetzt. Vielleicht ist das jetzt der Versuch. Vielleicht ist das jetzt der Versuch. Was passiert, wenn Zeit? Achso, meinst du, das passiert, wenn Zeit? Oder fragst du mich, was passiert, wenn Zeit? Hab ich wieder einen Satz angefangen und nicht beendet? Ich höre gar nicht mehr auf, Fahrenheit zu spielen. Bestes Spiel. Das soll so ohne Satzzeichen, die was passiert, wenn Zeit. Ach so. Ah, okay. Jetzt tut es gar nichts. Okay. Well.
Oh, okay, ich habe einen Fehlercode. Apuie sur entrée. Apuie. Selektion. Nein! Oh, Kacke. Wie? Ja, Default. Wie? Tour. Eventuell wärst du jetzt schon in Kapitel 3. Es ist schon wieder abgestürzt. Ich kann es doch jetzt nicht mehr normal spielen. Das ist doch mein Problem. Oh nein, warte. Das ist dumm. Da. Via Steam reparieren? Ja, das probiere ich gleich. Sekunde. Sekunde! Die Wunderwerk der Technik, Leute! Ich weiß, wir beschweren uns gerne über Ubisoft und EA und alle möglichen. Nicht nur aus einem bestimmten Grund, aus mehreren berüchtigten Gründen, aber wenigstens passiert meistens nicht das. Bum bum, blow your mind! Ah, wir haben bestimmt wieder einen Fehlercode, oder? Lass mich mal mit dem Fehlercode reden. Ich ignoriere. So. Ich habe ihn ignoriert. Erfolgreich. So. Langues. Stimmen Französisch, Untertitel Deutsch. Stimmen Deutsch. Automatisch speichern, ist nicht ausgegraut. Cool. So. Okay. Lass mich hier nochmal verlassen. Weiß, ich habe das zum Laufen gebracht. Aber ich muss das noch prüfen. So, denn da fehlen Spielstände. Ich hätte nämlich gerne das da drin. Ihr dürft mir die Schuld geben, wenn ich es gleich wieder kaputt gemacht habe. So. Boah, spielen! Ja! Oh ja, ich möchte gern dieses Spiel spielen. Oh ja, ich würde so gern dieses Spiel spielen. Ja, ja. Jetzt haben wir eine Hintergrundfehlermeldung, die wir ignorieren. Oh yeah! Ululu. God fucking damn it! Also. Ich habe jetzt einen Spielstand reingeladen, ihn benannt wie meinen. Und der Spielstand ist beschädigt. Ich glaube, ich vermute mal ganz stark, dass ich dieses Game niemals beenden kann, wenn ich es nicht in einem Rutsch durchspiele. Denn offensichtlich will dieses Spiel keine Speicherstände und macht anscheinend auch nur kaputte. Und das macht mir Sorgen. Jetzt kann ich immerhin automatisch speichern. Was schon mal ganz cool ist. Aber ich
mache mir ehrlich gesagt Sorgen. Ja, dieses Autosave ist wichtig, I guess. Ja, aber angenommen, ich hab das jetzt so. Angenommen, ich hab das jetzt so, ja? Und ich spiele dieses Spiel. Und wenn ich dann das nächste Mal dieses Spiel starte und dieses Autosave schon wieder im Arsch ist und ich wieder einen kaputten Spielstand habe, dann ist es das irgendwie nicht wert. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. Das frustriert mich jetzt gerade ein bisschen. Ich habe halt jetzt Angst, wenn ich wieder den ganzen Anfangsscheiß mache. Ich meine, ich kann jetzt vieles besser machen, weil ich schon weiß, was passieren wird, aber... Weiß nicht, wie seht ihr das denn? Einfach nochmal von vorne anfangen, oder? Also auf gut Glück? Und dann mal sehen, was passiert, oder... Keine Ahnung. Nächste Just-Chatting-Runde. Immerhin bin ich jetzt auch schon wieder seit 1 Stunde 40 dran. Das ist fast ein ganzer Bagger-Cruise-Load. Der Autosave ist an. Achso, wartet. Ich gehe mal kurz hier hin. Gucke, dass das Spiel gecaptured wird. So. Das wird es. Nicht. Oh mein Gott, dieses Game. Das macht mich wahnsinnig. Bitte. Ja, hi, wie geht es euch? Lang nicht gesehen. Also, ich muss sagen, Indigo Prophecy war ein interessantes Game und hat mir überhaupt nicht hier meine Bildschirmauflösung zerschossen oder so. Hat sehr viel Spaß gemacht und es hat sehr viel Potenzial und ich muss ehrlich zugeben, es war gut. Also für das, was es ist und es ist zwar schlicht gealtert dann und wann, aber es hat durchaus, ne? Es hat durchaus Spaß. Spaß, Spaß, Spaß. Ohne Ende Spaß. Blau und schlau ist echt toll. Gurke out of 10. Langsam musst du schon mehr Bobbles in die Kamera halten, das zu retten. Das tue ich schon auf meinen Fotos. Folgt meinem Twitter-Account hier. Da gibt's den guten Content. Ich bin traurig. Ich bin echt, echt scheiße traurig. Dieses Game macht mich betroffen. Und es hat... Es hat alles zerschossen. Meinen ganzen scheiß Browser hat es zerschossen. Wie kriege ich das jetzt wieder hin? Gut zu wissen. So, ich bin jetzt schlauer. Aber es hat... Wie kriege ich meinen Bildschirm jetzt wieder normal? Also, ich weiß ja nicht. Ich bin, bambuselt. Bambuselt trifft's ganz gut. So, das hat normale Auflösung. Aha, so. Einmal minimiert, einmal wieder groß gemacht, jetzt sind wir wieder hier. So, Melzzähne. Achso, das war noch, als ich diesen Chat noch da hatte. Ich schalte jetzt auf Just Chatting um. Fuck you für dieses Spiel. Also, das Spiel kann da überhaupt nichts für. Es ist alt,
Und es wurde geportet. Deswegen hat es garantiert Schwächen. Das ist ganz normal. Aber es hat so gut funktioniert letztes Mal. Ich verstehe es nicht. Das Problem ist, es macht mich halt verdammt betroffen. Weil ich war schon so weit. Und ich habe diese ganzen schwierigen Scheiß-Tasks gemacht, wo ich mir einen Ast abgebrochen habe. Das ist süß, wie du versuchst dir einzusehen, dass das Spiel keine Schuld hat. Es hat ja auch an sich keine Schuld, es ist alt. Musst du wohl doch nachsitzen, um wieder bis dahin zu spielen. Oder ich krieg's zum Laufen. Oder das. Es hat mir wehgetan, es hat mir sehr, sehr wehgetan. Dateien auf Feder überprüfen, mach das mal. Du hast uns sehr entertained, aber die Portic-Firma war lazy. Man wusste es damals einfach nicht besser. Es war so eine Zeit, wie gesagt, er wusste man es einfach nicht besser. Vielleicht lasse ich das nächste Mal einfach ein Video laufen und ich tue so, als würde ich zocken. Ah, oh mein Gott, ich schaff's nicht. Oh doch, ich hab's geschafft. Hui. Moment, bedeutet das, dass ich alt bin und deshalb keine Schuld habe? Klingt doch eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man an nichts mehr die Schuld hat. Also für mich klingt das zumindest ziemlich entspannt. Ich hätte auch gern gerade keine Schuld. Oh doch, der Port ist nicht allzu alt und Ports werden an Drittfirmen ausgelagert, die meisten schlechten Job leisten. Okay. Übrigens, Hide, danke schön für den Beitrag. Ich lese mich gerade mal noch durch so ein paar Sachen durch. Ich glaube allerdings, dass ich es heute nicht mehr retten kann. Es tut mir fürchterlich leid. Oh Gott, das ist mir richtig peinlich. On another note, es existieren Among Us Plüschis. Wenn ich jetzt auf AliExpress gehe. Und da. Nein, geh weg. Wenn ich da jetzt Among Us eingebe. Ah, da gibt's Among Us Plüschis. Und Sticker. Und Lampen. Und Uhren und T-Shirts und Merch. Den die Entwickler nicht verkaufen wollen an Dritthändler. Aber das gibt es. Ich finde die kleinen Plüschis aber süß. Und die kosten nur 2 Dollar. Kriegt man da nur ein? Ja. Aber voll süß, so als Wichtelgeschenk oder so. Ich hätte gern so einen Rudel. Himmelblau, Lichtgrün, Orange. Alle Dateien erfolgreich überprüft. Okay. Heißt das, wir haben jetzt keine Fehler mehr? Wir sind unfehlbar! Unfehlbar! Wahaha! Spiel. Auf das mir das Spiel wieder den ganzen PC zerfickt. Woo. Fun Fact, ich habe den Among Us Plüschi gefunden, als ich Visenio eingegeben habe. Ha! Ha! Weird Flex, but okay. Es ist nur eine Scharade. Ich glaube, dieses Spiel will mich echt einfach nur verarschen. Langsam tut es mir nicht mal mehr weh, aber... Du musst zugeben, glücklich macht es mich halt auch nicht. Achso, warte, das hat ja jetzt diesen Fehlercode wahrscheinlich. Den ich erstmal ignorieren muss. Call Stack. Kannst halt auch nicht sein lassen, weißt du?
tut mir so leid, dass ich mit meinem Tweet eventuell doch recht hatte. Jetzt bist du schuld. So, das Spiel funktioniert. Wenn ich jetzt raustappe, stirbt es aber. Vielleicht, wenn ich ganz schnell mache. Nein. Vergessen. Nein. Es stirbt alles. Es stirbt alles. Ich muss noch mal kurz raus. Warte. OBS, please. OBS, please. Der Schein trügt leider nur allzu oft. Wir glauben die Welt, um uns zu verstehen, aber wir sehen nur ihr Äußeres. OBS. Wie sie zu sein scheint. Ich war einst genau wie sie. Ich glaubte an die Menschheit, Soap-Serien, Politiker und an Geschichtsbücher. Aber dann kommt der Tag, wo die Welt einem vor den Kopf stößt. Und dann muss man die Dinge sehen, wie sie wirklich sind. Ich heiße Lucas Kane. Hallo, Lucas. Meine Geschichte ist die eines gewöhnlichen Mannes, dem etwas Ungewöhnliches widerfährt. Jetzt Speedrun! Vielleicht war es so vorbestimmt. Vielleicht war es mein Schicksal oder mein Karma oder sonst was. Aber eins weiß ich genau. Nichts wird mehr so sein wie früher. Diesmal war nur eine Stunde labern, ja, die restliche Stunde war Bugfixing. Es begann alles genau hier. Wo auch sonst. New York. Tu wenigstens bereit bei wichtigen Stellen. Okay. Das Schachbrett. Ich guck dann derweil mal, was auf Instagram geht, ja. Ich war nur eine von vielen Figuren, die beliebig übers Brett geschoben wurden. Bis zu dem Abend, an dem mein Leben ein einziges Chaos wurde. Kurz mal checken, ob neues Genshin Impact Cosplay da ist. Oder ein KDA Cosplay, wer weiß das schon. Nö. Seraphinenweg. Nö. Ovovo hat ganz tolle Azur Lane Cosplays. Die sind sehr sexy. Warte, was? Aus Versehen einen italienischen Meinungsverstärker auf die geteilte Amazon-Wunschliste meiner besten Freundin geschmissen, was? Da ist wieder der Pipi-Mann. Pipi-Mann, der ganz toll Pipi machen kann. Und zwar besonders lange. Lululululululu. Und Lukas ist so, oh nein, ich bin ein Emo. Oh, nein, was soll ich nur tun? Ich bin jetzt ein Emo. Und der Pipi-Mann hat sich nicht schnell genug die Hände gewaschen. Und der Pipi-Mann ist ein bisschen doof. Denn er sieht ihn gleich, wie er da lang geht und ist so, ja. Zombies gibt es. Tränen, Ritualdolche, Messer, Kerzen, wisst schon. Romantischer Abend. Romantischer Abend mit dem Babymann. Es ist doch locker, der Penner. Nein, man kann keine Sequenzen skippen. Nächste erfreuliche Nachricht. So, die Frage ist ja jetzt, hauen wir jetzt durch den Hintereingang ab, anstatt durch den Vordereingang zu gehen? Oder what we gonna do?
Was? Was habe ich getan? Nein, wir sind depressiv. So, wir müssen jetzt hier aufräumen. Ich wollte das nicht. Es war wie ein Traum. Es war wie ein Traum. So, Detective netter Opa ist nicht mehr lange beschäftigt. Wir müssen uns jetzt beeilen. Ich muss hier weg, bevor jemand reinkommt. Hallo? Oh, come on. Ah, jetzt geht die Dingssteuerung nicht. So, er ist ganz friedlich auf dem Klo gestorben. Gar nicht unsere Schuld. Es ist eine ganz besondere Steuerung. Nein! Fuck's sake. Ah, scheiße, das war ja das hier. Du hast dich mal richtig sauber gemacht. Du bist so ein Keck, ne? Wo ist das Messer? Da. Upp. Das Messer. Das muss ich loswerden. Oh, ist das Messer der Trigger für den... Whoops. Waschen. Außer Betrieb. Oh, komm schon. Ich möchte das bitte mit Controller spielen. Hinterausgang. Sir? Die Bedienung. Sie hat was gemerkt. Geh! For fuck's sake, geh! Die Rechnung. Ich muss dieses Viertel schnellstens verlassen, bevor die Polizei hier ist. So. Tisch bei. Ja, alle Penner haben uns gesehen, ne? Bruh. Niemand verlässt das Lokal. Es wurde gerade ein Verbrechen begangen. Bitte bewahren Sie die Ruhe und warten Sie hier, bis die Polizei eintrifft und Ihre Papiere überprüft. Es ist Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Überhaupt nicht verdächtiger Penner. Überhaupt gar nicht. Guck mal, wir haben den Anfang jetzt in 2 Sekunden abgefrühstückt. Doc's Diner. Okay. Wieso warten die eigentlich immer, bis ich nachts Dienst habe, um sich gegenseitig... Wieso warten die eigentlich immer, bis ich nachts Dienst habe? Tyler, in New York wird jeden Tag einer umgebracht. Aber vor allem dann, wenn ich nachts Dienst habe. Als ob sich alle Psychopathen untereinander absprechen. Könntest du vielleicht drinnen weitermaulen? Dann friere ich mir wenigstens nicht alles ab. Ich weiß nicht, ob ihr diese Art von Bewegungssteuerung kennt. Aber wenn ich nach vorne gehe, also wenn ich zur Seite gehen will, muss ich nach vorne und zur Seite dingsen. Wenn ich nur Seite sage, dann dreht die sich einfach nur im Kreis. Es ist absolut scheiße. In meinen 5 Dienstjahren habe ich manche Leiche gesehen. Aber trotzdem gewöhnt man sich nicht wirklich dran. Man lernt nur damit umzugehen. Ich weiß noch heute nicht, ob es die Müdigkeit, die Kälte oder sonst was war. Aber ich erinnere mich genau an das ungute Gefühl, mit dem ich das Restaurant betrat. Als hätte ich bereits gewusst. Als hätte sie bereits gewusst,
dass diesmal ein Mord geschieht. Der schläft nur. Ja, ja, der Pipi-Mann schläft nur. Habe ich jetzt gespeichert? Ist jetzt gespeichert worden, ist jetzt die Frage. So, hallo. Hi, Tyler. Ja, Tyler. Alles klar, McCarthy? Guten Abend, Inspektor. Ich habe auf Sie gewartet. Ach, guten Abend, McCarthy. Das ist aber leckerer Kuchen. Was war los? Totschlag. Ich fand eine Leiche in der Toilette. Kurz bevor ich gehen wollte. Also, ich muss ja sagen, der Synchronsprecher klingt ja schon nett. Wer ist das Opfer? Er heißt, John Winston. Ein Stammgast hier im Restaurant. Kate kannte ihn. Sie kann Ihnen mehr sagen. Hat jemand was Ungewöhnliches bemerkt? Nein, niemand hat was gesehen. Gibt es einen Verdächtigen? Kurz bevor gute Nacht, Ida. Ging ein Gast. Darf gut in Trin, was schön ist. Außerdem ging er ohne zu bezahlen. Kate versuchte noch mit ihm zu reden. An welchem Tisch saß der Verdächtige? Ah, er saß an dem Tisch da drüben. Habt ihr meinen Magen gehört? Der verdaut nun. Ist die Leiche noch da? Die Jungs von der Gerichtsmedizin wollten sie nicht wegbringen, bevor sie nicht da waren. Seit der Entdeckung der Leiche hat niemand die Toilette betreten. Die Toilette? Ist das da drüben die Bedienung? Ja, Kate Morrison. Sie kann Ihnen sicherlich helfen. Kate McCarthy. Wenn Sie Rat erlauben, seien Sie behutsam mit ihr. Sie steht noch immer unter Schock. Wenn Sie meinen Rat erlauben, seien Sie behutsam mit ihr. Wenn Sie nichts dagegen haben, warte ich, bis Kate auch gehen kann. Ich möchte sie lieber nach Hause bringen. Drücken Sie die 2-Taste. Hi Jungs, bye Jungs. Tatort. So, erstmal alles anfassen. Das Bekannte, wir gucken uns im Spiegel an. Das ist ganz wichtig und ganz bezeichnend. Ich sehe mir mal den Mob an, das Blut. Mob ist Blut. Damit muss er den Boden gewischt haben. Aber wieso? Wenn man sagt, dass man mit jemandem den Boden aufwischt, heißt das übrigens nicht, dass man die Leichenreste wegwischt. Warum ist hier Blut? Hast du was gefunden? Und hat unser Lukas abgezogen, während er sich einen eingegisst hat, während er sich die Pulsadern aufgeschlitzt hat? Wer weiß? Wohl kaum. Lass es von Garrett analysieren. Dann wissen wir mehr. Dann wissen wir mehr. Sollte hier eigentlich irgendwas sein? Ein blutiges Tafeln. Oh. Offensichtlich die Tatwaffe. Der Mörder nahm das Messer vom Tisch, um das Opfer zu erstechen. Hä? Das muss wohl kaum eine vorsätzliche Tat gewesen sein. Hä? Was? Tyler, hier ist ein Messer. Könnte die Tatwaffe sein. Hol Garrett. Er soll nach Fingerabdrücken. Diesmal hat's das Mädel gefunden? Okay. Hä? Verwirrt mich. Wir haben keine weißen Flecken gesehen, du. Waren es die Ritter der Tafelrunde? Scheinen Messerwunden zu sein. Ich habe ein Tafelmesser gefunden. Ob es ein Messer gewesen sein könnte? Das Opfer ist wohl überrascht. Es war fürchterlich überrascht. Erstmal Beweise wegspülen. Hui. Hallo, Opi. Komisch. Was? Der Täter hat weder die Kreditkarte noch die 100 Dollar Bargeld genommen. Er kann erschnüffeln, dass er Kreditkarte und Bargeld bei sich hat. Einmal kurz pinkel gehen. Beteiligung. Tyler? Was denn? Ist doch schließlich eine Toilette, oder? Nein, das ist ein Tatort. Okay, schon gut. Muss der ganze Kaffee gewesen sein, mit dem ich mich Ich hoffe, du freust dich auf die Quicktime-Events. Weißt du, was das Beste darin ist? Wenn die Quicktime-Events mit der Maus sind, statt mit dem Gamepad. Was ich unbedingt wollte. Weißt du, ob die Familie Bescheid weiß? Glaub ich kaum. Ah, klar. Ich verstehe. Ich kümmere mich drum. Ich habe mit Familie Pippi-Mann noch nicht geredet, nein. Der Mörder hat sich vielleicht... Er ist der kleinste gemeinsame Teil. Oh, Kaffee ist jetzt eine tolle Idee. Oh ja, Kaffee. Some people got a nose for money.
Ich bin Tyler. Oh yeah. Tyler, nicht schwer. Tyler, yeah. Woo! Does May want a coffee? Yes, please. Das war F2. Ja, ich glaube, das war's schon. Wir reden jetzt nochmal mit Kate, gucken uns den Tisch an und dann let's get going. Hinsetzen. Coffee Bob to the rescue. I want a coffee too. We all want some coffee. Ich wollte heute das geilste Steak der Welt. Komisch. Entweder ist der koffeinsüchtig oder er war nicht allein. Ich wollte eigentlich heute Fotos ausdrucken für Subs. Aber es war im DM einfach so massig voll. Der Sturm von Shakespeare. Wenn das dem Mörder gehört, liest er aber ungewöhnliche Bücher. Garrett, da liegt ein Buch unterm Tisch. Geht in Ordnung. Na nun, der Kaffee steht nicht auf der Rechnung. Hauptsache, die Lady kann sich überall hinpflanzen. So. Hi, Kate. Na, was geht? Ich bin Inspektor Carla Valenti. Ich leite hier die Untersuchung. Dürfte ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ja, na klar. Kannten Sie das Opfer gut? John war ein Stammgast. Er kam jeden Montag. Ob ich diesmal dieses Fahndungsbild-Minispiel hinkriege, wer weiß. Arbeiten Sie hier schon lange, Kate? Es sind jetzt schon fast 11 Jahre. Was passiert, wenn ich in einen geistigen Zustand zerschmelze, wenn ich sie einfach anschreie und sage, sie soll mir ihre Antworten geben? Selbst die Kasse wurde mehrmals geklaut. Aber Mord? Noch nie. Armer John, er war so ein lieber Kerl. Armer Pipi-Mann. Wie sah er aus, Kate? Glauben Sie, Sie könnten ihn mir beschreiben? Malen Sie mir ein Bild. Doch nur ganz kurz. Ich glaube, er war durchschnittlich groß und... Durchschnittlich groß und relativ jung, das sind die wichtigsten Angaben. Kann ich mich nicht erinnern. Ich fand die nicht attraktiv. Hätte noch jemand reinkommen können? Nein, wohl kaum. Die Vordertür ist der einzige Eingang. Wäre noch jemand reingekommen, hätte ich ihn sehen müssen. Hatten Sie den Eindruck, dass John und der Verdächtige sich kannten? Kannten? Nein. Wenn du ihren geistigen Zustand zerschmielst, kannst du da mit dem Brokkoli gratulieren. Brokkoli. Sie sprachen nicht miteinander. Nein, ich würde eher sagen, dass John ihn nicht kannte. War John alleine hier? Sprach er mit jemandem? John kam immer alleine. Wir sprachen meist über das Wetter, seine Arbeit. Halt das Übliche. Er sprach nie mit jemand anderem. Ah, der Johnny Boy, Auf seinem Tisch stand eine Tasse Kaffee. Können Sie sich noch daran erinnern, ob er sie bestellt hat? Eine Tasse Kaffee? Nein, ich bin mir sicher, er hat keinen Kaffee bestellt. Warum hat er dann einen Kaffee? Saß da noch jemand an seinem Tisch? Seltsam. Ich erinnere mich nicht. An ihn erinnere ich mich genau, aber ob da noch jemand saß... Kann ich nicht sagen. Was haben Sie gesehen? Heute Abend waren kaum Gäste da. Unter der Woche. Einer dieser Gäste war halt irgendwie schattenmäßig. Ich unterhielt mich mit Martin an der Bar. Ich hatte John nicht mal aufstehen sehen. Ich glaube, Martin hat auch eine Life Crisis. Oh mein Gott. Mitfühlen. Sie müssen jetzt stark sein, Kate. Seien Sie stark. Ziemlicher Schock für Sie. Es ist ein Schock. Aber nur Sie können uns helfen, den Täter. Aber seien Sie da. Meine Schicht war fast zu Ende. Ich plauderte mit Martin an der Meine Schicht war was zu Ende. Und dann das, und das noch vor Feierabend. Der Mann muss ihm gefolgt sein. Als er zurückkam, fiel mir auf, dass er noch nicht bezahlt hatte. Kommt oft vor, dass die Leute zu zahlen vergessen. Deswegen achte ich genau darauf. Was geschah dann? Der Typ lief einfach ohne zu zahlen weg. Erst als Martin Johns Leiche fand, begriff ich.
Ist Ihnen an John vielleicht irgendetwas komisch vorgekommen? Ja, John ist das Problem. War John komisch? Wirkt er besorgt oder gestresst? Nein, er war genau wie immer. Er hat sogar einen Witz gemacht. Glauben Sie, Sie könnten den Verdächtigen wiedererkennen? Das Gesicht vergesse ich nie. Sehr gut. Könnten Sie morgen auf die Wache kommen, um eine Fahndungsskizze des Mörders zu erstellen? Eine Fahndungsskizze? Ich werde alles tun, was Sie irgendwie weiterbringen könnte. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Kate. Ich hoffe bloß, Sie finden dieses Schwein. Dieses Schwein! Sie verdienen die Todesstrafe. Die Todesstrafe. Ich verspreche Ihnen, wir werden alles tun, um ihn zu fassen. Gehen Sie jetzt heim und ruhen Sie sich aus. Martin wird Sie nach Hause begleiten. Das ist jetzt zu Corona-Zeiten auch nicht mehr möglich. Gute Nacht. Nachti, ich schlaf gut. So. Vorliegen. Hey Garrett, hey Frank, alles klar? Hey Carla. Hey Carla. Hi Carla. Und, habt ihr was gefunden? Wir haben eine Menge Proben genommen. Sind so gut wie fertig. Wir haben nur noch auf euch gewartet, bevor wir die Leiche wegnehmen. Tyler arbeitet seit fast einem Jahr mit mir. Erstmal Tyler angucken. Er lebt in den Banden in der Bronx, bis er beschloss, Polizist zu werden. Er kann zwar unberechenbar sein, aber er ist ein prima Kerl. No. Hast du was gefunden, Tyler? Dafür müsste ich die Augen aufhalten können. Danke für deine Hilfe, Tyler. Tyler, du bist richtig hilfreich. So. Na, oh Gott. So, ich gehe jetzt aber mit dem netten Penner reden und dann... Aber ich erzähle natürlich erstmal niemandem, dass ich von der Polizei bin. Das ist jetzt Regel Nummer 1. Hey Carla, ich guck mal, ob ich draußen vielleicht was finde. Sag es, wenn du zur Tür raus bist. Das ist eine gute Idee. Hallo, hallo. Guten Tag. Hey. Was willst du denn? Hören Sie mal. Sie haben nicht zufällig irgendwas Ungewöhnliches gesehen? Ah, lass mich in Ruhe. Ich sag überhaupt nichts. Ich red nicht mit Bullen. Tja, besten Dank für Ihre Hilfe. Wow, okay, ich hätte sagen können, was ich will und der hat mich als Bullen identifiziert. Ja, fuck that. Oh, warte. Beweise. Vielleicht die des Mörders. Oh, das Blut auf dem Boden. Warte. Ein blutverschmiertes Stück Stoff. Vielleicht können die im Labor was damit anfangen. Ich bin nicht gegen die Tonne gelaufen. The fuck? This is not how you indizie. Wenn ich jetzt da hinten hingehe. Oh, cool. Das Auto hat angehalten. Hätte mich auch einfach überfahren können. Überfahr mich. Überwahrlich. Überfahr ich. Hi. Okay, kann ich keine Fragen stellen. Wäre ja auch zu schön gewesen. Oh, ach ja, man kann die Kamera drehen, okay. Oh, wow. Seht ihr das? Die, dieser fallende Schnee, das ist so eine glatte Texturebene und die dreht sich mit. Aber wenn du schnell genug drehst, siehst du, dass das... Ja. Witzig. Einfach so, so Schnee.png, Schnee.gif. Finde ich gut. Carla. Carla ist wirklich was Besonderes. Sie ist zwar nicht immer einfach, aber bei weitem die fähigste Polizistin, die ich kenne. Ah, die haben sich lieb. Gehen wir, Tyler? Ich glaube, ich habe soweit alles abgehakt. In Rekordzeit Tatort entdeckt. Wir können uns nochmal umsehen, wenn du willst. Nein, es reicht. Gehen wir.
Okay. Wir haben genug gesehen. Cool, Carla will auch gehen. Cool. Bevor sie die Meinung ändert. Cool, schlafen. Bye. Hui. Carla lassen wir stehen, die kommt irgendwann hinterher gelatscht. Ah ja, guck mal. I want to ride my chocobo all day. Na 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 na. Thank you. Das war der Coffee Spawner. Pippi Mann, der Pippi machen kann. Weh. Lukas sieht aus, als würde er Markus heißen für mich. Ich hab niemanden umgebracht. Nein, nein, du hast niemanden umgebracht. Alles gut, alles wie immer. Du hast nur deine Periode gekriegt. Aus dem Arm. Es war kein Traum. Es ist wirklich geschehen. Yeah. Ich werde das sein Gesicht fotografieren. Das Gefühl, als Markus sieht aus, als würde er immer noch kein Marmeladenbrot schmieren können. Muss ich was tun? Er hat einen leichten Oberlippenbart. Versuchen wir das Gesicht schon mal zu merken. Okay, wir haben hier feste Kamera. Kopfschmerzen. Meine Migräne lindern. Hier steht, nicht in Verbindung mit Alkohol einnehmen. Erstmal Wodka-Ex. Ich liebe Bücher. Nietzsche. Also sprach Zarathustra von Nietzsche. Das kenne ich fast auswendig. So oft, wie ich das gelesen habe. Isa. Hey, Sie hören KWL605 und wir schalten um zu Cindy. Auf diese blutverschmierten Laken lege ich mich bestimmt nicht wieder. Ich bin eh nicht müde. Ich bin nicht müde. Damit lassen sich die Blutflecken verdecken, falls jemand hier reinkommen sollte. Die Laken wechsle ich später. So. Kurz bei der Zukunfts-PC. Oh Gott. Yeah. Wieso ist das alles hier so komisch? Die ändern ständig die Steuerung. Das ist so dumm. So, du hast Brüder. Ein Bruder und Eltern. I don't care. Jumpscare in 3, 2, 1. Hippie Mann. Oh. 3, 2, 1. Drei, zwei. Drei, zwei, eins, Pippi Mann. Lukas ist sehr gestresst. Lukas würde sich gerne ein Erdbeermarmeladenbrot mit Honig machen. Ah, hier streamst du. Ich dachte vorhin, wollte man nicht streamen. Hallo Mini. Ja, ich bin, ich habe auch geschrieben, dass ich, nicht schon wieder. Dass ich heute bei der Backer-Crew streame. Ich habe jetzt, zwei Streams bei mir privat pausiert.
Morgen streame ich aber wieder bei mir. Es ist nämlich Halloween. Mini-Deckchen für dein Follow. Herzlich willkommen dabei. Tiffany, du kannst mich mal. Ich trinke die Milch. Ruf mich doch bitte zurück. Nein. Tiffany, wir rufen dich nicht zurück. Heute um 7:52 Uhr. Hallo Lukas, hier ist Markus. Ich rufe an, weil morgen der 10. Jahrestag des Unfalls ist. Ich dachte, wir könnten dieses Jahr vielleicht zusammen hin. Also dann, Mini, wie geht es dir? Was machst du so? Tschüss. Hast du was Schönes vor am Wochenende? Ja, die Karte. Der Lukas-Bonus. Tut mir furchtbar leid, dass ich so abgefuckt bin, aber dieses Spiel macht mich echt fertig. Erstmal was anziehen. Wir gucken natürlich demonstrativ weg, während sich der Herr anzieht. Ja. Diese Steuerung ist wirklich fantastisch. Also, noch nie was so Glanzvolles gesehen. Der Grund, warum ich übrigens gerade so pissed wirke, ist einfach nur, weil dieses Spiel mich wirklich herausfordert. Auf verschiedene Arten und Weisen. New Yorker Polizei, bitte machen Sie auf. Ich habe nur vor, auf Shadowlands zu warten. Was? Diese Bilder in meinem Kopf. Ich verliere wohl allmählich den Verstand. Der will mal einmal kurz den Chat lesen. Also echt mal ohne Scheiß. Ich habe nur vor, auf Shadowlands zu warten und währenddessen Physik zu lernen. Oh, das klingt nach einem vernünftig. Massaker in einem Restaurant im East End. Das klingt nach einem vernünftig vor allem. Das klingt vernünftig. Und Shadowlands klingt nach Spaß. Ich wünsche dir da ganz viel Freude dran und viel Erfolg beim Dingslernen. Vernünftig ist gut für dich, ja. Aber ich bin auch gern unvernünftig. Wanna break the rules and hearts and tools. Meine Arme tun zu sehr weh. Ja, die machen ja Audi. Nur so lange, bis es rauskommt und dann wird's unvernünftig. Ja, bis dahin kann... Weißt du? Wenn du die Zeit bis dahin sehr, sehr vernünftig verbringst, ist das umso besser. Das ist mein Wohnungsschlüssel. Hallo? Hallo. Hallo Markus. Lukas. Oh wow, warte, sein Bruder heißt Markus. Ich wollte dich nämlich fragen, ob wir nicht zusammen zum Grab von Mama und Papa gehen sollen. Und ehrlich gesagt, wäre das doch eine gute Gelegenheit, sich mal wieder zu sehen. Ich stecke in Schwierigkeiten. Ich muss dich treffen. Das wäre doch mal eine gute Gelegenheit, um sich mal wieder zu treffen. Darüber kann ich am Telefon nicht reden. Es ist sehr ernst. Unvernünftigkeit ist leider der Geburtsort von Spaß. Bis gleich. Wow. New Yorker Polizei, bitte wie der Typ einfach gespawnt ist. Die Polizei weiß Bescheid. Sie kommen mich festnehmen. Hallo, guten Tag. Also ich schreibe leider alle 2 Wochen 2 prüfungsrelevante Tests, also kann ich so nicht gerne... Oh, ja? Das sagt. Mr. Kane, die Nachbarn hörten Schreie aus ihrer Wohnung kommen. Stimmt was nicht? Ja, das war ich. Ich habe mich an einem Glas verletzt und das tat ziemlich weh. Gott sei Dank ist es aber nicht weiter schlimm. Hätten Sie was dagegen, wenn ich mich kurz in Ihrer Wohnung umschaue? Dann tun sie's. Komm halt rein, ne? Möchtest du dich mal in mein Bett kuscheln? Das ist besonders schön Blut. Was ist denn mit Ihren Handgelenken los? Ich sagte doch,
Ich habe mich unglücklich an einem Glas... Unglücklich? Mann, oh Mann. Wenn Sie sich schneiden, dann aber gründlich, was? Jo. Und damit endet meine Geschichte. Die Nachbarn riefen die Polizei, weil sie Schreie gehört hatten. Oh, stimmt. Ich habe die Wäsche vergessen. Hey, was ist das? Bleiben Sie, wo Sie sind und nehmen Sie die Hände hoch, Mann. Whoops. Wusste, ich habe irgendwas vergessen. Die Polizei brauchte nicht lange, um mich mit dem Mord in Zusammenhang zu bringen. Jetzt werde ich nie erfahren, was... Nein, wir stechen ihn nicht ab. Wir können ihn nicht anstechen. Bitte machen Sie auf. Jo, gleich. Sie können. Weiß Bescheid. Sie kommen mich festnehmen. Sorry, ich bin dumm. Ich bin gleich Sekunde, da. Ich komme. Sie dürfen nichts finden, was mich mit dem Mord in Verbindung bringt. Ich kann auch schnell ein paar Sachen verstecken, bevor ich aufmache. Ja, warte mal. Ich bin von der New Yorker Polizei. Ja, hören Sie mal. Sie auffordern, die Tür zu öffnen. Sofort. Jaha. Kürbisse in Mel. Kürbeißen. Nom, 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 nom. Es tut mir leid, ich habe Sie warten lassen. Ich stand... Tun Sie es. Aber. Was ist denn mit Ihren Handgelenken los? Ich sagte doch. Mann, oh Mann. Wenn Sie sich schneiden. Alter, voll das Blumenkohl, oder? Vielen Dank für Ihr Verständnis. Entschuldigen Sie die Störung. Natürlich. Schönen Tag noch. Nein, mir geht's gut. Tut mir leid. Das ist nur so unglaublich frustriert. Ohne Witz, dieses Spiel macht mich fertig. Und ich habe noch kein Speichern-Ding irgendwo gesehen. So. Ich sehe die ganze Zeit nur Laden, nicht speichern. Ich würde mir nie öffentlich Sorgen um deinen Geisteszustand machen. Für einen Polizisten habe ich die Mir geht's gut. Angewohnheit, mich von dem Fall, in dem ich gerade arbeite, total einnehmen zu lassen. Total einnehmen zu lassen. So. Ich gebe einen Fick auf dieses Spiel. Da, ihr seht es alle. Da steht automatisch speichern an. Dieses Spiel hat noch nicht einmal gespeichert bis jetzt. Das ist so ein maximaler Bullshit. Ja, es ist ein PC-Game. Das ist ein PC-Game. Es ist ein Port, ein uralter Port. Ich hab genug davon. Genug von diesem Elend. Oh, Mini! Dankeschön für das Spiel. Ich habe bekommen ein Spiel, das heißt Boobs Saga Prepare to Hentai Edition. Vielen lieben Dank.
Es wird natürlich wie alle anderen Spiele auch geehrt und gespielt. Warum frage ich das eigentlich? Ich sehe es nicht doch auf Steam spielen. Das ist wirklich eine gute Bemerkung. Gut, dass du sagst. Ja, also Fahrenheit. Ein ganz besonderes Spiel. Das Ende war auch das Ende war überraschend und ich würde sagen, ich gebe dem Spiel eine solide 6. Einfach dafür, weil das Spiel schlecht gealtert ist und der Port eher so meh war. Na, okay, sagen wir eine 7. Sagen wir eine 7, solide 7. Einfach weil das Character Development stattgefunden hat und ich glaube, für damalige Verhältnisse war es ein gutes Spiel. Ne? Also vor allen Dingen wird es auf eine 7. 7 ist gut, 7, schön, 7. Aber hey, nach 10 Stunden Mathe darf ich verpeilt sein. Du darfst so verpeilt sein, wie du möchtest. Ich bin selber verpeilt. Also nach 8 Stunden Arbeit. 7 ist gut. 7. Solange es kaputt ist, macht es halt keinen Sinn. Ich kann es halt in einem Stück durchspielen, aber das sehe ich mich heute einfach nicht. Und ich weiß nicht, ob ich das generell machen möchte. Das Ding, also... Ich sag's mal so, wir haben's geschafft bis Kapitel 10. Warte mal. Ich glaube Kapitel 15. Wir haben es bis Kapitel 15 geschafft und es gibt 44. Also, das ist nicht die Good Old Games Version, oder? Nö. Das ist die Steam-Version. Was ist der Song, der im Hintergrund läuft? Ist das bei mir? Nein, 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 das ist schon hier. Das ist, was läuft denn da gerade? Es läuft der Mii-Channel. Ich kann aber auch was anderes anmachen. Vielleicht ein bisschen was Schmissiges? I don't know. Weiß nicht, ich bin auf so viele Arten und Weisen enttäuscht worden heute. Das ist echt nicht... Nee, alles gut. Oh. Naja, jetzt habe ich es gewechselt. Es ist auf so viele Arten und Weisen enttäuschend gewesen, dieses Game. Heilige Scheiße. Ich bin so unglaublich frustriert jetzt damit. Ich muss mir da mal was überlegen. Eventuell kriege ich es nochmal gefixt. Ansonsten muss ich mich wohl anderen Dingen zuwenden. Ich habe auf jeden Fall noch Simulacra offen. Es klang nur so nach Dragon Quest und ich habe... Und das habe ich eigentlich stumm. Oh. Dragon Quest ist übrigens auch auf der Liste, die ich noch spielen will. Gegebenenfalls die Good Old Games Version mal testen. Könnte man machen. Kostet ja wahrscheinlich nur ein Apfel und ein Ei. Ja, ja, ich bemitleide mich auch gerade ein bisschen selber. Aber das, solche Dinge passieren. Das ist gar nicht so schlimm. Es passiert halt. Und, damit habe ich auch irgendwo gerechnet, wenn ich ehrlich bin, denn alte Spiele neigen dazu, auch mal kaputt zu sein. Ich tröste mich jetzt persönlich einfach mal damit, dass ich ganz viel Geld auf AliExpress ausgegeben habe für Cosplays und Fotos. Ich habe mir übrigens ein Ringlicht gekauft, was RGB-Farben kann. Also ich kann mich demnächst mit Lila beschallen, während ich Fotos mache und so. Das wird bestimmt ganz toll. Falls du spielst, achte auf Hagrid den Holzfäller. Okay, von welchem Dragon Quest reden wir? Ich wollte Dragon Quest 8 spielen. Eine Freundin von mir hat super von Dragon Quest geschwärmt, also die Version auf der Switch, aber ich fand die Steuerung so eklig. Achso, die 11. Bei 11 war ich mir tatsächlich ein bisschen unsicher. Also das habe ich selber nur kurz angespielt. Ja, 11. Genau, bei 11 habe ich das 11 habe ich angespielt, meine ich. Fand ich dann aber irgendwie komisch und habe es dann abgegeben und nur noch zugeguckt. Dann fand ich es wieder cool. Weiß aber nicht, wie es wäre, wenn ich selber spiele. Und das Spiel ist halt ewig lang, deswegen unsicher, ob ich selber nochmal spielen würde. Aber ich hätte halt mega Bock auf hier. Dragon Quest 8, das ist nämlich mein absoluter Lieblings-Dragon Quest-Teil. Mit viel, 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 viel Vorsprung vor den ganz alten. 9 fand ich zum Beispiel nicht so geil.
Also Hüter des Himmels, das fanden die meisten total super und mega geil und ich fand das einfach nur langweilig. Aber 8 hat einen tiefen Platz in meinem Herzen und ich habe für dieses Spiel, also Final Fantasy, für Dragon Quest 8 tatsächlich ein Casual Cosplay vorbereitet, was ich tragen kann, damit ich auch wieder, damit wir wieder ein bisschen in die Schiene reinkommen. Keine Ahnung, welche Version das war, aber die Steuerung mit den so scharf laufenden Charakteren war so komisch. Straight aus 2010. 9 finde ich so geil, das spiele ich bis heute noch. Siehst du mal, so unterschiedlich sind Geschmäcker. Ich fand 9 halt, also ich müsste dem vielleicht nochmal eine Chance geben, aber ich fand's irgendwie doof. Ich fand 69 am besten. 34,5 ist nicht Dragon Quest, das ist Kingdom Hearts, wenn wir mal ehrlich sind. Diese Kommazahlen-Scheiße, sowas kommt sowas von 100% von Kingdom Hearts und Square Enix. Gonna break the rules and hearts and tunes. Ich denke einfach nur jetzt die ganze Zeit daran, dass ein toller KDA-Song draus kam, ich eine wundervolle Wig nebenan habe und noch ganz viel zu tragen. Ja, sure, darauf wollte ich hinaus. Leute, Kingdom Hearts hat diese Scheiße mit diesen Kommazahl-Editionen erfunden. So ein Bullshit. Kingdom Hearts 2.9. Ah, da möchte man sich direkt mit dem Kopf gegen eine Wand hämmern. Mein ganzes Selbst, meine ganze Existenz einfach. Ich überlege, ob ich Among Us Plüschis bestelle zum Wichteln. Ich glaube, das tue ich. Nehm den lustigen kleinen Männchen. Ja, das sind wichtige Sachen, Leute. Das sind ganz, ganz wichtige Sachen. Guck dich mal bitte mit meinem. Wo sind denn meine Bestellungen, Alex? Was, wie geht's denn denn? Hat sich da schon was bewegt? Fühlen die sich einsam? Ja, noch nichts Neues, okay. Genshin Impact. Cosplay. Immer noch kein Lisa-Cosplay. Ausschließlich Wigs. Und hier ist eine Wig, die ist auch blond. Also ich bin nicht die Einzige, die meint, die ist blond. Ich brauche nur Schokolade-Perms. You gotta do it! Geld ausgeben ist immer gut, außer man hat keinen. Ich verdiene ja jetzt Geld. Und ich finde es sehr schön, mir nebenbei einfach mal Sachen zu bestellen, wie, keine Ahnung, Rot-Lack-Perms für Maple oder so ein ne, Drop-That-Despair-Junko-Kram. Fancy Lichter. Nächsten Monat will ich mir noch so ein, ich hab doch diese Fotowand-Dinger, ne? Diese Halter. Diese Halter halt und diese Fotoleinwand, die man darin dahinter wirft, quasi. Das will ich mir dann wahrscheinlich nächsten Monat gönnen. Ach ja, Bestellung. Ich warte seit 10 Monaten auf eine Bestellung von Saturn Rip. Was? Das haben die aber mächtig verkackt. Die ist aschblond. Sachen, die enden das Lehmchen. Ja. Und viele Leute finden halt, dass sie dunkelbraun ist. Und ich bin wenigstens nicht die Einzige, die meint, dass sie irgendwie dunkelblond ist. Die meisten sind halt so oft braun. Genau. Vielleicht bin das auch durch. Lisa. Also Mini, du bist auch auf dem Genshin Impact. Also du bist auf dem Wissensstand von Genshin Impact, oder? Also dass es existiert und die Charaktere und so. Bei mir ist jetzt durch den Lockdown alle Aufträge weggefallen. Ich bin irre. Ah, fuck, das habe ich mir gedacht. Lisa, die ist straßenköterblond. Ja, siehst du, das sehe ich nämlich auch so. Ich habe da ein Bild gepostet auf Twitter zu Lisa. Also. Darf ja wohl. Darf mal, ne?
Bin mal so frei. Diese Perücke ist ein bisschen hell, das weiß ich selber. Ich habe gedacht, die wäre ein bisschen dunkler. Aber ich finde, die Farbe ist trotzdem super für Lisa. Vor allem, es ist so ein kühles Blond. Das passt gut zu ihr. Besitze die absolute Weife Jean. Also natürlich bin ich auf dem Stande. Jean ist so geil. Also abonniert meine OnlyFans. ich habe demnächst geplant für Subs ab 3 Monaten eventuell Fansigns oder so zu verschicken. Also je nachdem. Muss mal gucken, ob das überhaupt jemanden juckt. Anzubieten hätte ich dann jetzt aktuell zum Beispiel sowas wie, also erstmal gerade hätte ich nur diese Sachen von Halloween, das mit der blonden Wig. Dann noch das mit der Elsa Wig, also mit der schwarzen Wig, die schwarzdicht gemacht hat, die weiß ich nicht, Mini. Müssen wir mal rausfinden. Ehrlich gesagt, man kann bei mir erst seit 2 Monaten subben, glaube ich. Ich muss dafür eh noch ein bisschen was vorbereiten, also no worries. Dann mache ich demnächst Fotos mit Lisa. Kann mir vorstellen, dass die relativ begehrt sind. Dann Drop Dead Despair Junko, normale Junko, Ari. Nur mit dem dazugehörigen Nackespiel. Ich verpasse die Aussicht im Stream ja immer. Bin auf jeden Fall Faune. Mini, du bist gern eingeladen. Wenn es soweit ist und ich bereit bin, melde ich mich und sage Bescheid. Dann können die Leute, die mögen, ein Foto haben. Kriegst du diesmal eigentlich wieder Hilfe, Eileen? Also die staatliche? Das kühle Blond ähnelt einem Artwork, was neulich jemand getweetet hat von ihr. Wahrscheinlich ich. Ab Monat 9 oder 12 gibt es dann die richtig geilen Bilder. So mit Rahmen direkt verschickt. Und mit Nudeln übrigens, nicht mit einem Bilderrahmen. Ich habe gerade das ekligste Bild meines Lebens gesehen. Heilige Scheiße. Ich bin so maximal angeekelt. Dankeschön, Steven, für den Sub. Herzlich willkommen, Mini. Ich bin leider zu arm, um da aufzusubben und muss immer hinter Games kaufen. Oh. Für dich, Mini, habe ich noch mal irgendwann, wenn ich soweit bin, habe ich mal was vorbereitet. Und das ist dann auch ein bisschen Tribute an dich. Du kommst dann auch direkt in die Credits, wenn es soweit ist. Tust du Bilder mit Nudelrahmen? Nein. Ich tue es in Sam-Gedöns. Es ist schrecklich. Es ist ganz furchtbar schrecklich. Du bedankst dich nicht, wenn du es gesehen hast. Bedank dich nicht, bis du es gesehen hast. Ich hab Kaffee. Wenigstens der Kaffee ist bei mir. Wenn Twitch mal Nudity erlaubt, gibt es einen Hintergame-Marathon von dir oder Pock? Nee, nicht ganz. Du wirst es sehen, wenn es soweit ist. Ich muss dafür ein bisschen was vorbereiten. Es ist ein bisschen langwieriger. Ich muss dafür Leute, also ich habe dafür Leute extra angehauen, die mir ein bisschen dabei Hilfe leisten können und sich ein bisschen besser mit dem Thema auskennen. Sam, ich habe keine Ahnung. Ich will es gar nicht wissen. Wenn Twitch mal Nudity erlaubt, dann streamt man nackt. Leute, für nackte Streams gibt es schon Plebstorm und das streame ich nicht. Also könnt ihr euch vorstellen, was nicht passieren wird. Dafür finde ich mich definitiv zu hässlich. Und zusätzlich ist es ein bisschen schwierig mit dem Mitarbeiten und so. Also. Wahrscheinlich eher nicht. Ich habe übrigens heute auch, was ich jetzt nicht heute mehr mache, aber irgendwann werde ich jetzt mal Urlaub und Zeit haben, also Montagmorgen wahrscheinlich.
werde ich mal sowas animieren, wie zum Beispiel Lisas Magiekreis und Blitze und so. Denn ich würde gerne, sobald das Cosplay da ist, ein paar vielleicht coole Videoshots machen, wenn es geht. I don't know. Mal gucken. Jetzt, wo ich mit After Effects halt relativ dicke bin. Also sagen wir mal so, ich bin nicht super dicke mit After Effects. Aber wir haben uns ganz gut angenähert und ich muss sagen, ich habe After Effects schon ein bisschen lieb gewonnen. Und ich würde gerne diese Beziehung festigen. Meint ihr nur, weil Twitter das niemals erlauben wird? I doubt that. Nicht mal ich gebe mich dafür her, siehste? Es gibt mit Sicherheit genug Menschen im Internet, die das anders sehen. Ja, aber die sind mir egal. Das Problem ist, mir kann jeder Mensch aus dem Internet sagen, was er will, aber am Ende musst du dich ja mit dir wohlfühlen. Und das ist das Problem. Ich fühle mich mit mir noch nicht so super wohl. Also ich muss wieder Sport machen und Dinge und ja. Ich habe auch mega Bock auf Action-Shots, so slashy Things. Ja, bei mir wäre das halt nur so ein Tisch oder so, aber müsste ich mal gucken. Also wenn du jemals Physik brauchst, ne, sag Bescheid. Noch nicht. Komm einfach vorbei und überprüfe das persönlich. mit so einem Stempel. Papp. Abgenommen, ist in Ordnung. Die Ware kann so raus. Yo, Dieter. Danke, Dieter. Kein Ding. So. Neueste Genshin Impact Cosplays. Kicking. Die Lady in Rot und Schwarz. Warum sind es ausgerechnet die interessanten Sachen, die so lange brauchen? Ah, witzig. Nö, nur nichts Neues. Diese Harry Potter Kollektion ist aber irgendwie voll cool. Ich weiß nicht. Die hat irgendwie. Geprüft vom TÜV, Tempo überprüft früh oder so. So ein Stempel auf die Stirn. Gut, dass ihr es sagt. Ich wollte für die Subgeschichten extra ein paar schöne Briefumschläge und sowas haben, damit es nicht einfach so richtig lieblos ist. Da muss ich mir noch ein bisschen. I hope you like it. Also, ist jetzt kein Bugger-Crew-relevantes Thema, aber es ist ein Mel-relevantes Thema. Und ich finde das eigentlich ganz schön. Ich habe nie gedacht, dass ich das mal anbiete, aber keine Ahnung. Wer schon Sub ist, vielleicht hat er Bock. Hast du schon mal Jeans In-Game-Physics gesehen? Nö. Wieso? Ich habe literally nur so semi-gute Puls, ehrlich gesagt. Ich versuche schon seit einer Ewigkeit Jean oder die Luke zu ziehen. Und ja, ich kriege halt Spucke ins Gesicht von dem Game. Oh, du willst das und das? Ja, hier. Pff. Wen habe ich denn? Ich habe das kleine Geistermädchen, Kiki. Ich habe die Erdmagierin, Noelle. Den Barrett Benny, wie auch immer, Typen. Den kleinen Feuer-Thump-Up-Boy. Ich habe auch eher Semi-Zeug. Ich habe die Luke, den finden alle toll, außer mir. Aber die Luke ist toll! Guck ihn dir an, er ist wunderschön. Er hat rote Haare! Habe vorhin Ember gezogen, sehr geil. Wow. Vor allem Ember ist halt wirklich auch einfach nur diese Fackel, die du mit dir rumschleppst, weil du halt einfach Feuer brauchst. Ich sag's mal so, das Hauptaugenmerk der Physik liegt auf zwei runden Objekten. Wow. Die Luke ist bae. Die Luke is bae. Ich freue mich auf die neuen Dudes. Was ich bisher von denen gesehen habe, es gibt so einen schwarzen. Der hat so einen Anzug an und schwarze Haare und so ein bisschen rote Elemente, so als Kontrast. Voll schön. Sehr hübscher Dude. Wo ist denn das Steintor? Fischl hätte ich auch gerne. Ich wollte auch die Luke haben, der spielt sich so mega geil.
Er sieht... Dido Cosplays Huhn. Er sieht optisch auch Hammer aus, sag ich nichts gegen, aber ich habe 11 Charaktere und 6 haben mein Großschwert und Feuer brauche ich auch nicht. Okay, ich seh's. Meine Emma ist gar nicht mal so schlecht, aber trotzdem, nee. Ich habe tatsächlich Lisa auch ganz hoch gepusht, das ist mein Main. Und alle sagen, die spielt sich scheiße, aber ganz ehrlich, das ist voll gut. Ah, Barbara habe ich noch und Barbara ist einfach so, so nützlich. Sie rettet einfach regelmäßig meinen kleinen Popo. Mein Diluc ist mein einziger Kampf mit Level 1. Wow. Liebsten hätte ich noch Klee und Diluc für den Feuerbuff. Buff. Sag mal, weiß einer von euch, wo der Typ ist? Der Typ von heute mit den Wunderpaketen? Lisa spielt sich super in der Kombi mit Schroterboy. Barbara ist meine Healing Bitch? Ja, das mache ich auch so. Entweder weiß ich nicht, wo das ist, oder ich bin blind. Ja, ich glaube, ich kann heute noch nicht ziehen. Ich habe mich übrigens darauf hinabgelassen, mir tatsächlich Geld für dieses Game auszugeben. Und zwar habe ich den Mondsegen. Mein Top ist Noelle und danach kommt schon der Hauptcar und daneben Amber. Amber hat sogar den zweithöchsten Rang nach Noelle. Mein Team besteht aus Lisa, Barbara, Noelle und Kai. Kaya. Der Eisboy. Erstens, weil er cool ist, haha. Zweitens, ich mag sein Skillset. Ich habe den Main Car, also den Charakter, den du erstellst quasi, der du bist, ja, direkt aus dem Team gefeuert, einfach so, weil nutzlos. Hallo Kingslayer, hallöchen, wie geht's dir? Mel ist vor allem wegen ihrem Schild so absurd nützlich. Ja. Was glaubt ihr, wie ich geguckt habe, als ich rausgefunden habe, dass du diese Fähigkeiten, die du mit einem Charakter auslöst, auch auf alle anderen Charaktere mitnimmst? Ich habe auch Geld ausgegeben, aber ein bisschen mehr als den Mundsingen. Schmerz. Und sie hält die Gruppe mit ihrer Ult. Das stimmt. That shit's sick. Und trotzdem hätte ich gerne ein bisschen die Luke. Ich habe bisher nichts ausgegeben, weil die Preise so. Ja. Das sind sie tatsächlich. Der Mondsegen ist tatsächlich okay, also vom Angebot her. Ist halt trotzdem Geld, das du ausgibst, ne? Nichtsdestotrotz. Auch und ich bekam meist einen verhassten K. ich mag beim Mondsegen nicht, dass man dadurch quasi gezwungen wird, jeden Tag online zu kommen. Ja, das ist halt wirklich scheiße. Aber ich habe nicht ohne Grund das Game jetzt auch halt halb auf dem Handy. Also, das ist der Grund dafür. Einfach weil ich den Mondsegen jeden Tag abholen will und nicht immer am PC bin. Ganz gut soweit und Selbstmeldung. Ja, ganz okay. Also, heute... wollte ich Fahrenheit spielen und ich habe festgestellt, dass mein Spielstand kaputt ist und dementsprechend habe ich heute nur ein kleines bisschen gespielt und wir haben herausgefunden, dass das Spiel nicht speichert. Also egal was man tut, das Spiel speichert offensichtlich nicht. Es ist Top-Tier-Game, habe eine 7 gegeben, bin zufrieden. Deshalb habe ich das nicht gemacht. Ja. Aber, keine Ahnung, ich spiele halt gerne Gacha-Games und ich ziehe unheimlich gerne Sachen. Ich weiß, ich bin zu 90%, zu 95% immer enttäuscht, aber ich tue es trotzdem, weil es dann doch diese 5% gibt, die mich dann nicht enttäuschen oder nur ein kleines bisschen und dann ist das okay. Uff, das, ja. War ein bisschen salzig eben und, ja, deswegen... Ja, wer weiß.
Vielleicht spielen wir demnächst erstmal was anderes. Ich werde mir gleich einfach für meinen Comfy-Mode noch ganz viele KDA-Videos reinziehen. Mach ich auch, aber trotzdem ist mir das Geld dafür aktuell zu schade. Ja, auch das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Gacha-Games sind gut für ihre Artworks. Wobei man halt sagen muss, dass Genshin Impact vom Gameplay her einfach immens bockt. Also, kann man mir nicht anders sagen. Das Gameplay ist schön flüssig, die Charaktere sind cool. Und die Skills neu zu kombinieren und auszuprobieren, macht halt echt Spaß. Die Story fand ich jetzt bisher auch nicht schlecht und es war auch vom Battle-System bisher ziemlich abwechslungsreich. Also, dass man irgendwann mal gegen Drachen kämpfen konnte und so. Das war schon ganz cool. Besonders, weil es halt eigentlich Free-to-Play ist. Das Einzige, was halt nicht Free-to-Play ist, ist das größere Vergnügen des Gacha-Games, des Glücksspiels daran. Und es ist sogar am Handy echt gut spielbar, also nicht perfekt. Ich gebe zu, es ist ein bisschen fummelig, aber es funktioniert am Handy erstaunlich gut. Bis auf den Charakterzwang der Welt. Ich würde Ember nie benutzen, aber man braucht sie so enorm oft. Und ständig die Truppe wechseln nervt hochgradig. Ja, da gehe ich mit. Das sehe ich auch so. Aber damit konnte ich bisher noch relativ gut leben. Es ist doch ein Arbeitstag. Alles Schöne ist, ich habe morgen frei und morgen wird ein bisschen Halloween vorbereitet. Denn morgen Abend geht's los mit Halloween-Action, ja! Aber was morgen vor allem auch ist, ist von 18 bis 21 Uhr der Bo mit Fragile Dreams, Farewell Ruins of the Moon. Das Steintor ist, by the way, unten links von Mondstadt. Ja, jetzt ist zu spät. Leider. Ich glaube, das Event ist jetzt vorbei. Ich suchte Genshin viel zu sehr. Bin Abenteuerrang 14, mache meist nur noch Daily und verbrauche Hearts. Oh, scheiße. Ich bin halt so Abenteuerrang 19, 20 und bin so ganz gemütlich. Ja, du musst Open World ja auch nie Charakter wechseln. Kannst du mit einem Charakter alles killen. Stimmt. Ich habe deshalb quasi seit Anfang das gleiche Team und wechsle nie, obwohl ich sehr gerne mal den Icewood spielen würde. Ich bin vor der Stufe 35 gestolpert. Wow. Wenn ich Genshin spiele, sind das halt meistens die Dailies, die Events, guck mir das an, gucke, wie viel ich ziehen kann und dann bin ich schon wieder weg. Und alles andere ist halt so, ja, nach und nach, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe oder Langeweile oder so. Das ist halt relativ selten, weil ich schon ganz gut beschäftigt bin, sagen wir es mal so. Einfach mit Leben und Essen und... Ich habe es immer noch nicht gestartet, um Barb kennenzulernen. Eileen, wieso nicht? Wobei, du hast jetzt wahrscheinlich sowieso eine geringere Chance, Barb zu ziehen. Ich mache aktuell auch nicht mehr. Ich habe noch nicht mal die Hauptstory weitergemacht. Bin 27, aber ich spiele halt 20 Tage nicht mehr, nur ab und zu Dailies und so. Ja. Das ist ja auch echt okay, weil so ein Spiel kann dir ganz viel deines Tages rauben. Und man möchte am Tag ja auch noch irgendwas machen. So. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber ich glaube, ich muss mich langsam verzupfen. Ich spiele schon die ganze Zeit mit meinem Kaffee rum und habe noch keinen Schluck getrunken. Das habe ich heute gemerkt. Das Dailies wurden heute fast 3 Stunden. Ja, das Spiel ist so ein Zeitfresser. Einmal nicht aufgepasst. Weg. I don't know, ich war am Anfang über die Sucht 24-7 Genshin gezogen. Kann ich verstehen. War bei mir am Anfang auch so. Einfach ganz, ganz viel davon. Und das ebbt dann aber bei mir ganz schnell ab, wenn ich merke, dass ich keinen Gacha mehr machen kann. Und dass die Belohnungen zurückgehen und so. Ja. Oh Gott. Ich bin müderig. Ach, guck mal.
Schon erledigt. Dann, ich wünsche euch einen wunderschönen Freitagmorgen. Ich bin dann mal weg. Ich tue so, als hätten wir heute ganz erfolgreich irgendwas Neues über Fahrenheit erfahren. Ich mach's mir jetzt bequem. Einen schönen Abend und Mel, kann sein, dass du Samstag alleine streamen musst. Ich habe Sternchen kaputt gemacht. Was? Kannst du bitte Sternchen nicht kaputt machen? Irgendwer muss mit mir in die Horrorhäuser gehen. Wir spielen Samstag Phasmophobia. Kommt vorbei. Wir wollen Leute quietschen hören. Und es werden Leute quietschen. Es wird großartig. Ach, war doch ein cooler Just Chatting Stream. Es ist meine Expertise, muss man mal so sagen. Momo, sag ihm, oder sag, nein, warte, ich sag's dir selber. Samstag geht es los, 21:15 Uhr. Und zwar ganz, wenn es schon dunkel und gruselig ist. Ich werde, glaube ich, nicht streamen, sondern hosten wird Sternchen, aber ich werde dabei sein. Ansonsten, nein. Ansonsten sehen wir, also könnt ihr mich morgen Abend sehen, nach 21 Uhr bei mir. Bis dahin findet ihr von 18 bis 21 Uhr Fragile Dreams mit Bo. Davor spiele ich Erika, steht nur noch nicht im Plan. Aha, seht ihr mal. Es gibt ganz viel spannenden Kram an Halloween hier zu entdecken, wenn ihr Bock habt. Ich freue mich riesig. Dann sehen wir uns auf jeden Fall wahrscheinlich morgen. Achtet auf meinen Twitter. Aktualitäten gibt's dann dort. Hauen sie rein. Ich bin sehr gespannt, was uns da für gruselige Gegebenheiten erwarten. Bye, bye!